Stück Abfall, Alter, okay. Nein. Ich habe mich nicht mit ihm angelegt. Er hat sich mit mir angelegt. Auf Eier. Peiler, bist du drinne? Ja, Peiler ist im Lager, wie es aussieht. Ja. Wo bist du? Im Lager, ja. Im Lager? Ah, im Lager. Gut, dann aber nochmal neu laden, Mann. Genau, dann Peiler muss dann im Kampf schnell joinen. Genau, beziehungsweise vielleicht erstmal die Cutscene, also bei Yusen zuhören. Nee, genau. Ich würde tatsächlich erstmal aus dem Lager rausgehen und dann in die Cutscene reingehen an seiner Stelle. Yusen ist in der Cutscene drin. Ja, nee, aber es bringt doch nichts, wenn er da rausgeht. Er wird doch wieder, wenn wir neu laden, im Lager sein. Genau. Ja. Ich bin automatisch gleich in der Cutscene. Also. Ja, naja. Ich werde erstmal nichts tun. Aber du kannst mit reinjoinen in die Cutscene, Alex hat recht. Du kannst erst switchen und dann in die Cutscene. Aber, er kann auch vom Lager aus in die Cutscene rein switchen, oder? Ja, aber dann kriegt er den Anfang vielleicht nicht mit. Mach, wie er denkt. Ich denke nicht. Was ist das? Das merkt man. Ken? Der dreckige Dan. Der dreckige Dan mit Ken. Der dreckige Dan mit Ken. Dan, Ken. Sind am Start. Aha. Klauen unsere Jobs. War ja fast lustig, Jusen. Ab auf den Haufen. Ja, ab auf den Haufen. Zurück auf den Haufen. Das ist ja richtig schwul. Ab auf den Haufen. Von South Park. Wir haben nur was zitiert. Genau. Wir wollen nicht die Umwelt retten, wir gehen auf einen schwulen Haufen. Er ist nicht schwul. Also genau, wir haben nur Sex mit Männern, um die Zukunft zu verhindern. Genau. Ja. Damit sie nicht unsere Club-Jobs in der heutigen Zeit klauen. Ja, bei der Cutscene sitzt der Typ wenigstens mal auf dem Stuhl bei mir. Ja. Der hat voll die Gesichtslähmung, Alter. Bei mir hat er auch den Mund. So guck ich, wenn ich komplett durch mit der Welt bin. So. Oh, die Welt ist so toll. So guckst du, wenn ich zu Besuch bin. Na, weil die Welt so schön ist. Ja, ja. Gut. Sorry, Leute. Darfst du noch festmachen? Super. Ah, ist klar. Okay. Aber ist es okay, wenn man einen kleinen Kumpel da wegkillern, Shaolin? Nein. Sieht aus wie ein Verwandter irgendwie. Lass es. Der hat 4 Gold. 4 Gold, der kann kein Verwandter sein. Wem wollen wir denn zuhören? Na, Yusen. Yusen, mir, ja. Den überall teilnehmen. Na, wir sind alle in derselben Cutscene, deswegen. Ja. Hast du die Cutscene verpasst? Ich mach wieder Halborg, ja? Ja. Ja, mach. Oder ist es ein Halborg? Ich glaube, es ist ein Halborg. Zumindest bin ich kein Astloch, so wie David. Wieso bin ich ein Astloch? Na, weil du ein Astloch als Charakter hast und du spielst. Richtig. Okay, Pyro, du könntest aus dem Lager herkommen und dann hier mit reinjoinen. Aha. Ah, dann tun wir das doch. Wo seid ihr denn? Dann warten wir noch kurz, bis er da ist, oder? Also kannst schon mal deine Züge. Also kannst schon mal deine Schritte machen, Charlie, wenn du willst. Aber wo seid ihr denn? Na. Gruppen mit wie heißt denn hier das Portal? Ich weiß, achso, Baldur's Tor. Ja. Komm aus Baldur's Tor direkt und da ist es, ja. Hab's gesehen. Denn da schräg rüber, oder? Genau. Nee, fahrt mal hier unten lang. In der Stadt leckt das immer ein bisschen. Laut sind die alle. Oh, geht schon los. Ja, du bist schon dran. Da außen, wolltest du rumlaufen? Ja, außen, oder? Deswegen. Ah, nein, wärst doch durch die Tür reingekommen bei uns. Ich wollte gerade zur Tür laufen. Nee, das ist. Achso, das ist die falsche. Du hättest doch die vor dir war. Nehmen können. So, ich hab gedacht, die Treppe. Aber okay. Ja, es gab 2 Treppen. Also, egal. Okay, also muss ich wieder ein Stück zurück, sagst du. Nee, jetzt kannst du von da aus am besten hier versuchen reinzukommen. Oh, ich spring gleich durchs Fenster, pass auf. Stimmt, das ist ein Fenster da. Nee, du musst wieder zurück, wenn du die finden willst, ja. Ja, sag ich doch. Sonst musst du echt rumlaufen und durch den Keller hochlaufen. Ja, nein, vielleicht. Nein, musst du nicht. Nee. Warum greift der mich an? Was hat der gegen Dinos? Genau. Ganz ehrlich, wenn so ein Dino im Wohnzimmer bei mir liegt, steht, würde ich auch nicht sagen, hey, komm, willst du einen Tee? Okay, klar. Ich will ihn auch angreifen.
Würde mich voll. Ich würde nicht angreifen, ich würde wegrennen, schreien wahrscheinlich. Ich würde mich voll freuen. Dino. Oh, ein Dino, voll toll! Komm her, lass uns spielen! Wollen wir beste Freunde sein? Nicht genügend. Ah, okay, kann ich so weit fliegen. Wir haben jetzt sogar Unterstützung gekriegt, weil Peiler noch durch die Tür kommt. Ja! Geile Kameraperspektive. Hammer, Leute. Ja, ich komme nicht bis durch, erst nächste Runde. Ach so, okay, okay, dann warte ich da mal. Wirklich? Hör ich jetzt mal an. Tür ist halt weg, okay. Na, der muss doch rein. Ah, ne, da holt sie sich von hinten. Der knüpft die Schützen auf. Wow, okay, Kamera glitscht wieder in den Boden. Auf den Gegner. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, aber Peiler, da müsstest du eigentlich nur hast mit dem Maus gut versteckt, dran. David. Wer ist denn jetzt dran? Deine Dryade, da hinterm Schrank unter der Treppe. Mach dein Paus Sternchen jetzt. Gar nichts, oder was? Was? Na, die sind noch nicht dran. Ja. Doch, Paus Sternchen ist zwischen dem Holzding und mir gewesen. Sind noch nicht dran. Achso, die war schon. Ach, die war schon. Ist wahrscheinlich dahin gelaufen erstmal. Also warten wir jetzt nur auf den Dino, oder was? Wir warten jetzt nur auf den Dino, bis der da endlich mal fertig ist mit seinen Sachen. Der Dino hat Hunger. Der Dino hat Hunger, ja. Oh, ich bin dran. Oder habe ich jetzt aus Versehen meinen Zug? Hm. Nee, ich kann gar nicht. Ja, du hast Runde zurückgenommen. Mein Zug beendet. Macht sie noch was? Ja, sie spotet. Kommt zu mir. Die wartet immer, bis wir fertig sind, okay. Ist aber auch die Sünder für die. Warum bleibt die jetzt außen im Busch? Die versteckt sie einfach, die hat keinen Bock auf Kämpfen, Alter. Nee, die ist eher friedliebend. Hm, ganz bestimmt, Yuzi. Ganz bestimmt. Das ist Rizzo nur Uniform, Bleiben gleich, seid ihr dumm. Ich hab das Mikro ja nicht entmutet. Sorry, Leute. Yay, genau das gleiche wie ich hatte. Hey, schön, dass ihr da seid. Es war eine kleine Spannungsbogen. Ihr solltet erstmal nur das Visuelle kennenlernen, bis ihr unsere Stimme hört. Also, es war alles für euch. Alles für den Crowd, alles für die Fans. Nochmal Heidi Ho euch. Kauf euch ins Jut, wenn Wappe Bild und Ton nicht stimmt, sagt bitte gerne Bescheid. Ich habe auch noch tausend andere Sachen gesagt, aber ist egal. War schon sehr wertvoll, kleiner Mann. Ah. Alter, 32! Nee. Kauf euch ins Jut da draußen. Ja, morgen haben wir keine Zeit, deswegen kommt das Video jetzt. Also haben wir vorverlegt, den Dienstag auf den Montag heute mal. Die Woche. Private Sachen kamen dazwischen, deshalb haben wir es mal ein bisschen verschoben. Genau. Gut, ich versuche mich jetzt zu konzentrieren, aber ich muss offen und ehrlich gestehen, mein ganzer Tag war heute schon so, ne Jungs? Ja, ist gut. Dass ich irgendwas vergessen habe und musste nochmal loslaufen oder mir ist was aus der Hand gefallen und naja. Peiler, alles gut. Ist doch nicht schlimm. Guten Tag. Läuft halt wie es läuft, ne? No. Manchmal kann man da nichts ändern. Gucken, sägt die noch? Ja. Mit dem ist halt keine Blaupause, ich sag's mal wieder. Okay. Auch eine Stolle machen, wa? Nö. Einfach Feuerball oder so. Irgendwas. Kriegst du Feuerball, Junge? Irgendwas chilliget. Hä? Treff ich nicht? Ja, da hier ist eine. Ah, die Tür ist noch dazwischen, oder was? Nee, hier ist so ein Dunkelhalsfeld. Da kannst du nicht durch. Ja, stimmt. Da okay, konnte ich nicht durch. Schießen. Nee, kannst du nicht. Ja, man sieht's. Siehst du, also im Prinzip siehst du die halt nicht. Und das ist halt dunkel. Alles klar. Ja, dann bleibe ich hier stehen. Vielleicht können wir am nächsten Zug mal was machen. Mal schauen. Mann, ey. So. So ein verpeilter Tag heute. Obwohl eigentlich alle chicky war. Kann mich nie beschweren. Hätte Alter. Ein bisschen mehr Sonne sein können. Der Raptor da angesprungen. Wie eine Katze. Ja. Aber das Schaulinchen jetzt hier steht, ist ein bisschen ungünstig, Mann. Warte, lass mich mal den 20er angreifen. Den mach. Wow, einen hab ich ja da noch. Ja, alles gut. Mann. Dann hättest du auch stehen lassen können, weil jeden Kill, den ich habe, habe ich einen extra Zug, Mann. Durch Pluto jetzt. Ich auch.
Ach du bist auch so ein Blutdurstiger. Ist jetzt so vielleicht besser? Wird das besser? Ich hab grad beim Sound gesehen, dass der beim Kämpfen, glaube ich, bis ans Rote rangegangen ist. Und sogar bis über eure Stimmen. Deswegen. Halt mal Klee ein bisschen leiser gemacht. Kannst du noch was machen? Und Dinosaurier oder? Hab mal ein Auge drauf, wenn jetzt noch gleich einer dich greifen, wenn du willst. Helf mir mal nicht, Alter. Hör mal auf. Eis, Hammer. Jetzt hat die Olle da, die da noch liegt. Genau. Stechst du ab. Mach sie fertig. Los, richtig da. Genau. So, nochmal. Ich glaub, sollte so passen. Jetzt will ich okay, in die Ecke. Hau sie weg. Wo ist denn, ey? Schön. Hier hinten in der Ecke. Da in der Ecke, achso, frech. Da. Josen, er kann nichts mehr machen, aber er kann schon mal in seine Richtung laufen. So, hier und nicht weiter. Wow, jetzt stehst du voll mir im Weg. So wie du mir gerade im Weg stand, das ist doch einfach nur Karma. Entspann dich. Nein. Gegen Karma darfst du nichts sagen. Sie sind da. Aber kannst du nicht nach unten laufen, dann hast du noch, kannst du auch überschießen. Ah, geilo, geilo, geilo. So, so. Kann ich da hinspringen? Okay, da kann ich jetzt hinspringen. Was soll das sein? Maracuja Vanille Energy, okay. Warte, ich hab nicht genügend Bewegungsrate, wieso das denn? Ja, dann machen wir das halt so. Bam. In your face. Hihi, Jusen ist überfallen, ich nicht. Deswegen stand ich da, weißt du, ich, um dich zu schützen. Ich hab in die Zukunft geguckt. Schön. Hättest du da nicht gestanden, wäre ich rangekommen. Nicht mehr teilnehmen? Hättest du da nicht gestanden, wäre ich da. Leck mir doch die Beulen, Junge. Schon wieder, okay. Sind die nur trocken, ja? Immer wieder, naja, gleich. Jede Stunde müssen die frisch geleckt werden. Ja, na. Gerade eben war das doch noch. So, was macht der Raptor? Der ist da ganz weit hinten. Ja. Ich versuch den mal hier wegzukillern. Mach mal, versuch mal dein Glück. Okay, ich hab ihn weggekillert. Wow. Wir haben Sympathie plus 100. Jetzt. Warte, lass mich mal mit dem reden. Also ich fasse hier eh nichts mehr an, ich glaube hier gar nichts mehr. Ich fasse hier auch gar nichts mehr an, ihr könnt mir alles reinballern, aber ich fasse hier gar nichts an. Ist nicht meins. Ich bin hier zum Killen und nicht zum Sammeln. Achso, ich speichere es. Schlüssel. Ja, speichere mal lieber. Oh, kann man das dicke Schwert da nicht mitnehmen? Nee, das wäre rot, Dicker. Ist ja mies, aber er hat's auf dem Rücken. Hat doch auf dem Buckel, du. Kannst ihm versuchen zu klauen. Wir haben jetzt den Speicher. Du könntest jetzt klauen und dann gucken. Ja, ich verkaufe erstmal und dann. Ich hab nämlich wieder ganz viel Zeug im Inventar. Zeug hat er. Ja, Zeug. Okay. Was ist eigentlich oben? Zeug. Noch mehr Zeug. Kann ich dir auch ein bisschen Zeug geben zu verkaufen, kleiner Mann? Tu, was du nicht lassen kannst. Kleiner Mann, was ist denn los da? Sei mal nicht so frech, frech. Warte, nur weil du jetzt eh mal größer bist mit deinem. Egal, es tut mir leid, dass ich einfach mal drei Gegner kille und du gerade mal eins. Was? Doch, wir sind doch trotzdem Freunde, ja. wir sind einer Gang, alles gut. Alles klar. Gang, Gang. Ich finde es traurig, dass du so lächerlich bist, aber trotzdem akzeptiere ich dich. Warte mal ab, du, bis wir nochmal gegeneinander kämpfen, dann nehme ich keine Rücksicht mehr. Wenn denn rundenbasiert, dann bitte rundenbasiert. Nee. Das kommt mir nicht klar. Mach ich mich hier unsichtbar und hack dir da ein Däulchen nach dem anderen darin. Lächerlich. Rundenbasiert, lächerlich. Ohne rundenbasiert, okay, bitte hör auf.
hier ist ein bisschen mehr. Also oben ist gar nichts. Also außer du willst da noch in die ganzen Tische und so rangucken. Mal in die Tische rein. Ich will nirgends so rangucken. Kommoden. Ja. Keine Ahnung. Komodan. Komodan? Komodadan? Die Komodos eigentlich. So. Ich bin gleich wieder da. Oh, wir haben noch eine kurze Rast. Okay, interessant, interessant. Ja, aber die Luke da interessiert mich schon. Waren wir da schon mal drin? Dreimal, Jusen. Dreimal. Nee, echt? Don't know. Because I'm stupid. Hör mit dem Rabatt. Immer Rabatt. Rabattos! Oh. So, vielleicht hat der Alex mit dem quatschen sollen. Oh oh. Na, was verkauft ihr, oder? Siehste. Wohl, Dings hat er schon reingeguckt. Alex hat schon geguckt? Ja, das ist ja der Händler hier, oder? Geh weg. Der Typ will dich nur verführen. Der wird mit dir ins Bettchen steigen. Dich nie wieder anrufen. Okay. Da hat er nur Tränke, wie das aussieht. Was sind das? Färbemittel, alles. Ich glaube, Färbemittel sind das. Ja, der hat wirklich nur Klamotten und so. Ja. Aber der hat noch Schotter. Also, ich könnte bei ihm verkaufen. Ja, wir haben ja nichts zum Verkaufen, Peiter. Hat doch Shaolin schon getan. No, ich habe im Inventar schon ein bisschen was. Achso, hast du ihm hast du das Shaolin nicht gegeben, oder? Na denn? Ich hab Hunger. Okay. Was soll ich jetzt tun? Soll ich den Wildschwein jagen, oder? Kann ich das jetzt noch einfach wieder so machen? No. Ich würde hier draußen nicht unbedingt mit Dino rumrennen, denke ich. Bin wieder da. Nee. Konnte man nicht. Sind nicht alle so dinophob wie du? Bin ich dinophob. Hast du mal nicht keine Angst? Ich bin ein Drachen. Ah nee, ich bin kein Drachenblütiger. War eine andere Story. Ich bin Halborg. Ich bin besser als jeder Drache. Und die das am Inventar konnte ich noch Sachen markieren und rüberziehen. Muss man beim Verkaufen alles einzeln rüberziehen, ja, Alex? Nee, einfach nur Doppelklick auf das, was du verkaufen willst. Ah, cool. Nochmal, wie lange ich nicht mehr verkauft habe. Hast du überhaupt jemals verkauft in dem Game? An dem Gebäude draußen. Meiner Anfang. Auch. Mode-Dings. Was haben wir hier? Glitzergala. Na gut. Fast 600 hat er noch. Da unten die Brücke sind wir noch gar nicht runtergelaufen. Auf der Karte. Zwischen der erröteten Nixe und Loras Haus. Dazwischen ist eine Brücke. Da sind wir noch nicht runtergelaufen. Wisst ihr, wo ich meine? Ja. Da unten in der Mitte. Ja, da könnten wir mal kicken. Kick doch. Hey! Hey, hör mal auf jetzt! Hey! Ist denn hier los? So kommen wir auch nicht auf den grünen Spike, mein Guter. Ich will ja nicht alleine hinlaufen, wir sind ein Gruppchen. Sind doch alle zusammen, also was willst du denn? Reicht dir meine Gruppe nicht? Seid ihr alle da? Nö. Nee, Jusen. Wir stehen hier einfach nur um dich rum. Wir sind aber nicht da. Der Shaolin sehe ich nicht. Wer steht denn da neben mir? Achso. Gut, wir können uns porten. Zu zentrale Unterstadtmauer. Und dann da ein bisschen hinlaufen mal. Wer hat dich denn eigentlich zum Team-Captain gemacht? Na, weil die letzten drei Sessions so waren, was machen wir, wo gehen wir hin, wie, wo? Ja, komm, hör mir bloß auf, du. Ich möchte den König neu auswürfeln. Wo bist du denn?
Nee, ich werde hier nur angefeindet. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Ironie ist, was du fragst, oder ob es wirklich ernst gemeint ist. Okay, super, danke für die Hilfe. Untere Mauerstadt, Mann. Zentrale Unterstadtmauer. Ja, ja. Du bist mir auch so eine zentrale Unterstadtmauer. Hä? Ich weiß ja nicht, wo ein Charakter? Da. Wir sind ein bisschen falsch gelaufen. Nein, du bist nicht. Warum hab ich jetzt einen von Davids eingespielt? Warum willst du denn nicht zur Hafenstadt? Warum soll ich denn zur Hafenstadt? Ah, nee, Haufenstrand. Dann gehen wir da an, Alex. Ich geh da an. Tidim. So, die beiden gucken ja jetzt da. Wollen wir mal hier oben rechts gucken, was da noch so los ist? Könnten wir eigentlich auch zum Basilisk-Tor, wa? Jo, dann lauf vor. Ich marschiere hinterher. Warte mal. Können wir teleportieren zum Basilisk-Tor? Hier oben. Oben rechts. Rechts. Okay, sieht aus, als wenn wir hier weiterkommen. Bei der Brücke. Könnten wir uns das hier unten mal angucken, so. Okay, hier geht's zur Würmbrücke. Stand da bei dir gerade eine Null über dem Kopf. Eine Null? War komisch. Okay, jetzt... Ja, kein toter hier Winkel. Hier bei mir wird doch, siehst du die kleine Kante nicht unter dir? Naja. Die Stufe da. Das war der tote Winkel. Mhm. Würde mir das zwar zutrauen, mich mit so einer Rüstung hier anzulegen, aber muss ja nicht sein. Wenn denn alle kommen, ist scheiße. Ja. Das Kontor, okay. Okay, ja. Kontor, nicht eine Bank. Mal, hier ist was, Pilar. Hier sind Menschen. So, ich dachte, hier würdest du mal ein Gebiet führen. Na Mensch. Hallo, ihr Lieben. Ist hier was zu tun? Vielleicht. Quatsch doch mal mit den Jungen. Quatsch mit ihm mal. Ja. Ich geh erstmal kurz ein bisschen hoch, ich will mal hier ein bisschen gucken. Guck doch mal, ob oben noch was ist, Alex. Okay, die Tür ist verboten aufzumachen. Kurze Unterhaltung. Ich denk mal, die sind alle so kurz. Alle so kurz. Limbruch oder was? Die hat ja eine komische Stimme. It's safe enough. Ich glaube, ich kann. Okay, ich quatsch mit jemandem. Bett unten. Okay, Badewanne. Kein langes Gespräch. Hier muss man mit den Leuten hinter, den oberster Buchhalter, Kassiererin, Sekretär, Sekretärin. Wir kommen mal nach oben. Hier unten ist langweilig mit denen, die reden nicht viel. Bankwächter, ja. Hier nur Kontoinhaber, Tresorpass. Kannst du. Mit dem hier oben schon geredet? Ja, kannst du hinter denen gehen, also da so, und den ansprechen, dass der sich umdreht? Ja, genau. So? Ja. Kannst du den ansprechen, dass er sich zu dir dreht? Perfekt. Speichern, macht ihr schon wieder illegale Sachen? Nein. Oh, der redet aber nur echt kurz mit mir, ne? Bleib. Dann, dass er mich umdreht. Oder dreht er sich dann zurück? Ne, war. Und was sagen die Usen? Ansonsten gehen wir jetzt nix, sie schickt mich immer weg. Geh mal zum Buchhalter oder zur Kassierung. Du alter Schlawiner. Quatsch mal immer wieder mit dem, dass der sich nicht umdreht. Hier gibt's ja Amokhüte-Sachen, Digga. Ich habe gerade eine Schriftrolle gefunden zum Heilen. Gute Beeren. 4 bis 16 Heilung. Jusen, das habe ich gesehen. Alles ich habe gar nichts gemacht, das war ein Motiv erkennen. Ja, hast du trotzdem verkackt. Ja, aber dafür, ich habe gerade selber nicht Würfel das war im Hintergrund. Ja. Langsam ein bisschen eintönig, Alex. Wie lange brauchst du noch? Entschuldige. Ich würde jetzt hier eigentlich gar nicht gerne viel machen. Ich würde es lieber. Obwohl, jetzt kannst du auch Zeit lassen. Heiler das machen würde. Alex. Bitte? Du kannst hier die Bank vielleicht überreden, dass wir in deren Tresorraum dürfen. Ja, kann ich gleich machen. Was machen wir denn jetzt? Aber ganz ehrlich, warum? Damit wir den mal von innen gesehen haben oder was? Ey, ja. wir ziehen hier sogar kleine Kinder in dem Spiel ab und eine Bank einbrechen wollte er nicht, oder was? Naja doch, so, bin dabei. Ey Mann, ey, so. Da ich ja letztens auch bei das, da ich ja gerade selber auch privat in dieser Story bin, das, was ihr letztens da ausgeraubt habt, wo immer so ein Typ kam und genervt hat, bitte verlasst das Ding hier, ne? Okay, hab's. Das war Spenden. Ihr habt Spenden geklaut. Ja. Bist fertig? Ja, bin fertig. Ihr kommt in die Hölle, ihr kommt so krass in die Hölle. In dem Game natürlich nur.
Ja, Jusen, dann musst du leider die Rüstung in den Umhang wieder ausziehen. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wo, zum... Das war doch da nicht gefunden. Ich habe damit nichts zu tun. Da unten Kontor. Kontor, okay. Das ist die Bank, mit der können wir quatschen. Können wir auch ein Konto eröffnen nochmal. Ja. Wer will denn sowas? Wie, ich verstehe halt nicht, was wir im Schließfach wollen, so, aber gut. Na, da ist ein mal dickes Eisentor, wo man eventuell runterlaufen kann. Vielleicht. Man kann doch mal ins Schließfach reingucken und mal gucken, was da so drin ist. Ja, okay. Glaubst du nicht, dass das ein Bankraub dann ist? Nein. Alles, nur wenn es jemand mitbekommt, ist es ein Bankraub. Pilar, das siehst du falsch. Alles, was den anderen gehört, gehört auch mir. Der hat sogar eigentlich von Shaolin geklaut, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist eigentlich Shaolin sein freies Recht, das wiederzuholen. Die Welt gehört mir. Ich habe den anderen nur gestattet, Dinge zu leihen. Oh, und man kann auch die Kontortür zumachen. Hört sich gut an. 2, 4, ich bin auf dem Weg mit Peiler. Ich Zauberer da hinten, ey. Die soll mal die Gusche halten. Ja gut, ganz ehrlich, die Gegner sollten mal locker wegkriegen. Das ist kein Problem. Sind nur 24 Zeugen. Ich mach auf die Kasse Feuer, die haben auch nicht viel Leben. 24 Zeugen. Naja, die Bankwächter mit ihren 76 überall, ist jetzt in Masse, tun die bestimmt auch weh. Naja, aber... Obwohl der eine Bankwächter Hauptmann, ja okay, 107. Aber David, du weißt, na, einen müssen wir am Leben lassen, der die Geschichte erzählt. Ja. Die Geschichte, also. Okay, wo ist Pylerus? Und der wird kurz gespeichert und dann könnt ihr gerne versuchen, den Bankraub hier zu machen. Was soll ich denn jetzt aufmachen? Erstmal mit den beiden rechts quatschen. Genau, einfach mit den beiden rechts. Und dann erstmal... Den beiden rechts. Warte, ich speichere erstmal, wenn ich hier bin. Ja, ich speichere erstmal. Genau. Mach die Tür noch zu hier. Oberster, genau, oberster Buchhalter da, oder was? Genau, da kannst du ein Konto öffnen oder ins Tresor reinkommen. Und rechts habe ich noch nicht vollgequatscht, die Frau. Kassiererin, okay. Quatsch ich mal mit was der Kassiererin. Ja, genau. Keine Ahnung, was sie hat. Muss sie doch hinten anstellen, die stehen in der Schlange. Bin ich hier irgendwie leer, oder was? Du bist nichts wert, ne, in ihren Augen. Ihr seid auf Augenhöhe. Sie mag nur Menschen, wo sie hochgucken muss. Gar nicht verdächtig mit der Maske. Ja, siehst du, du hast schon wieder Möglichkeiten. Sind sie nicht der Dieb mit der goldenen Maske? Ich würde sie gerne um eure Sachen erleichtern. Und? Ich möchte gerne gehen. Alter, 15, geschafft! 26. Oh, fine. Fine. Rather large and... Heavily armed fellow has taken the glitter beard below. Das war bestimmt mein Vetter. Gibt keine andere Möglichkeit, ne. Mein Vetter mütterlicherseits. Nein, ich glaube, da unten wird Massaker gerade betrieben. Ja, soll ich mal nachgucken? Ich bin das erste Mal. Ich kenne mich mit Sicherheit aus. Lassen Sie mich mal bitte nachgucken in der genau. Tresor. Ich bin der Sicherheitsbeauftragte, genau. Ah, locker. Oh, locker, sagt er. Ja. Das klappt irgendwie gerade alles zu einfach. Ey, ich bin ja der Meisterdieb schlechthin, Alter. Man könnte mich Bilbo nennen mit dem Ring. Du hast recht, du bist auf Augenhöhe mit dem Typen gerade, ja. Ja, siehst du, jetzt kommen wir rein. Schlüssel zum Tresor. Bam. Dürfen wir da auch rein? Achso, du musst dir den Waffen, glaube ich, vorzeigen. Da erst gesagt. Nein, du kannst einfach die Tür öffnen, sehe ich doch. Tada. Oh, okay. Wir wollen noch einen Pass. Kannst du noch einen Pass klären, Digga? Kann dir die Nummer klar machen. Er will Pass. Ja, Pass habe ich. Da. Wir kommen rein. Ja. Ey, nice. Cool, dass nur du das brauchst und wir dürfen auch mit rein. Na ja, klar. Können wir jetzt auch mit 20 Leuten da reinlaufen? So, und jetzt? Kann ich hier unten die Truhen aufmachen? Nice. So, machen wir die Tür mal hinter uns wieder zu? Ja, bitte. Ach nee, geht nicht. Ja, doch, doch, nicht. Ja, hier unten ist keiner. Kann die hier alle aufmachen? Okay, die Tür ist zu. Die Frage, ob wir hier mit vollen Taschen auch wieder rauskommen. Alter, 1620 Gold. Also ihr könnt alles andere klauen. Ich mach die Truhen auf, ne?
Ich fasse hier gar nichts mehr an, habe ich doch schon mal gesagt. Ich wurde immer gebumst. Du machst das schon. Ich wurde immer gebumst, wenn ich was gemacht habe. Alter, aber hier sind voll viel Trank des Gedankenlesens. Ich bleib an der Tür stehen und warte vor und halt's auf. Diamanten. Genau, du bleibst an der Tür stehen, ich bleib an der Tür stehen, wo wir weiter müssen. Kann ich dann jetzt trotzdem nehmen, obwohl das rot ist? Ja. Natürlich. Wenn ich doch lieben sagt, ja, aber wie gesagt, ich bin da immer noch leicht skeptisch. Das ist auf der dunklen Seite der Macht, David. Alter, ein Kupferhaufen. Für dich gibt's keine Mezzo-Mix mehr. Nice. Schlösslein knacken. Stimmt auch schon ein halbes Jahr nicht mehr getrunken. Aber es läuft. Uiuiui. Oh, sorry, Leute. Amulett der Genesung. Außerordentlich. Eieieiei. Außerordentliche. Natürlich sind da gute Sachen, aber wie gesagt, du kommst. Alles, was du klaust, einen Schritt näher in die Hölle. Ist in Ordnung. Nee, ich bin Halborg. Ich hab da. Nee. Das ist ein Deal, den ich jeden Tag eingehen könnte. Wenn ich solche Tränke und Waffen finde dafür. So, ich glaube, ich habe alles. Wir können einmal speichern. Ja, der speichern. Bob, hier bin ich. Wer ist noch da? Okay, hier kann ich glaube ich nicht klauen. Nee, ja, hier ist. Oh, jetzt hat er alles mit rüber genommen. Nein! Was hat er mit rüber genommen? Wollte dir doch bloß ein paar Sachen geben, jetzt habe ich mir dir mein ganzes Inventar reingeklatscht. Oh, okay. Boah, es geht ja sogar noch tiefer, okay. Na, dann nimm den mal wieder raus, was du brauchst. Boah! Shaolin, die Treppen runter, da ist deine Erfüllung des Lebens, glaube ich. Ja? Ja, wenn du da durchkommst. Sonst geh mal nur mit der Kamera dahin. Oh, okay. Den Tresorraum, Pass bitte. Hier bitte. Scheint in Ordnung zu sein. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Oh, hier sind Fallen. Ja, Falle, ja. Alter. Aber ich weiß nicht, ob du die entschärfen kannst, wenn die da ja, sind. Nö. Die haben jetzt minus 10 gemacht, ja. Aber die entschärfst. Ja, sorry. Okay, wir kämpfen. Ja, okay. Jetzt neu laden oder wollen wir die töten? Können wir auch töten, das kriegt doch keiner mit. Sind ja nur drei, ja. Ja, komm, der Killer wird sie weg. Okay. Nee, da, guck mal auf die Karte. Auf die Karte? Ja, das sind doch alle oben, die kriegen doch nichts mit, Tür ist doch richtig. Gut. Naja, aber ja. Die sind ja rot, also wenn wir hier raus wollen, dann... Na, es sind ja nur drei bis jetzt. Wenn es mehr wären, können wir nochmal neu laden, aber wir können es ja erstmal probieren jetzt, bitte. Okay. Warte. Okay. Warte mal bitte, im Moment kann ich im Inventar noch hin und her schieben, ich will mir wenigstens, meine Tränke und sowas wieder reinhauen. Das musst du aber eventuell eh neu machen, wenn wir wieder neu laden, Heiler. Oh. Ja, okay. Da hat er wohl recht. Oh nein, scheiße, okay. Okay. Gut. Jetzt kommen sie alle, okay. Okay. Also jetzt könnt man neu laden, wenn du wollt. Ja, dann gucken wir mal, wie viele kommen. Na gut, dann gucken wir erstmal, wie viele kommen, okay. Und Peiler steht da oben ganz alleine. Na, hier passiert nichts. Naja, da kommen gleich ein paar. Ein Stahlwächter kommt auch. Die kommen jetzt alle in die Bank reingelaufen. Und wir könnten natürlich versuchen, am Anfang die Alarmanlage zu one-shotten, dann können die, glaube ich, nichts machen. Und dann macht die doch kaputt. Ha, nur drei Schaden. Jämmerlich. Fehlschlag, jämmerlich. Ich frag mich, ob verdammt noch bei unserem Konto in der Bank kommt. Hier unten ist auch eine Tür. Achso, die ist aufgegangen. Okay, das sind noch mehr. Okay. Da ist auch eine Alarmanlage. Ja, jetzt kommen die Stahlwächter. Ja. Also ich glaube, wir können neu laden, Leute. Das dauert jetzt hier ewig, bis die alle durch sind. Aber dann haben wir alle Schätze hier drinnen. Ja, aber dann haben wir ja niemanden mehr, der die Stadt verteidigt, wenn wir jetzt alle töten. Das ist doch nicht unsere Stadt, ist doch egal, oder? Na, eigentlich soll es doch unsere Stadt werden. Ach so. Dachte ich. Könntest du versuchen, wenn du durchgehst, die Tür hinter dir zuzumachen und den Fallen quasi auszuweichen? Und dann nur den Tresor auf. Naja, die Falle ist ja nicht hochgegangen.
Vielleicht. Ja, aber als du sie entschärft hast, haben sie dich angegriffen. Ja, genau. Deswegen, aber die Falle ist ja nicht hochgegangen. Vielleicht können wir einfach drüber laufen. Ich muss sie gar nicht entschärfen, weil ich diesen Pass vorgezeigt habe. Meine ich ja, dass du einfach dann vorbeiläufst. Ja, genau. Dass du einfach alleine läufst und wir einfach hier stehen bleiben, sag ich mal. Nee, brauchst du, glaube ich, nicht. Mach mal die Tür hinter dir zu. Vielleicht bringt das ja schon was. Ja, hier bitte. Okay, 750 haben wir. Ich glaube, ihr könnt kommen, Leute. Ich glaube, die gehen nicht hoch. Okay, ich probiere es jetzt. Ich laufe jetzt nochmal lang. Mach mal die Tür hinter dir zu, Jusen. Alter. Kommt mal runter. Ich mache jetzt mal kurz die Tür zu. Und komm zu dir, Shaolin. Komm zu mir. Okay. Und jetzt? Hör auf mich, vertraue mir. Brauche ich jetzt wieder mein Inventar nicht sortieren? Achso, nee, ich hab's ja eh nicht alles rübergedrückt. Jetzt ist ja alles wie vorher. Jusen? Ja? Du hast ja da nur so einen Talisman, der dir Beistand gibt. Ich hätte noch ein Amulett gerade, was uns Genesung also wo du Leute heilen kannst. Also uns alle und einmal dich selber. Das nicht. Weil die Schriftrolle mit Beistand habe ich. Also ich kann uns allen Beistand zaubern. Boah, geht das nicht schneller? Danke, Per. Treff den Fixpunkt nicht, wa? Jetzt so. Das ist das gleiche Armband, was ich habe. Ja, genau. Ja, das ist stark. Das ist wirklich stark. Deswegen. Okay, was ist jetzt denn genau der Plan jetzt so hier? Naja. Der Alex, der macht das Ding da unten am besten auf. Ja, ich glaube, wir brauchen nur draufklicken. Ich wollte warten, bis Pilar da fertig ist und. Du musst ja auch noch runterkommen. Achso, ich hatte mich jetzt vor die Alarmanlage gestellt. Nee, ich glaube, ihr kommt beide mit. Die Frage ist aber, wenn ich da jetzt durchgehe, ob ihr automatisch mitkommt oder nicht. Ich denke nicht, nee. Da müssen wir erst selber durchlaufen. Ja, deswegen müssen wir erstmal auf Pilar warten. Sortieren wieder so ein Inventar. Ja, lass ihn doch. Kann wir los? Wir stehen schon davor. Uns, Pilar. Ja. Und dann versuchen wir durch das. Du bist oben, ne? Oder? Nee, immer noch weiter nach unten in der Ecke. Oh, warte. Ich sehe es gerade bloß nicht. Seid ihr da schon durch die Tür gelaufen, ja? Ja. Ja. Immer weiter nach unten. Weil die Tür zu ist, deswegen. Ja, David hat alle zugemacht. Die Tür in dem Fall habe ich die Tür zugemacht, weil ich dachte, da kommt. Falls wir nochmal angreifen, so. Weiß nicht. Weiß ja nie, was passiert. Ach man. Okay. Was das mit den Fallen? Passiert da nichts? Alles gut, alles gut, lauf runter. Einfach durchlaufen. Oh. Oh, ein Traum geht in Erfüllung, ich darf so einen Tresor aufmachen. Ja. Und los geht's. Hallo. Moin. Hier und ATP. Okay. Speichern. Da liegen sie wieder am Clown, okay. Da liegen Sachen auf dem Tisch, das ist meins. Ich hab das so verborgt, ich muss mir zurückhaben. So mit O. Die gehen da nicht rein, oder was? Also ich glaube, da kommt gleich ein Gegner. Ich hab irgendwie so ein komisches Gefühl. Irgendwas in mir schreit mir kurze Rast, Alter. Schreit in dir, ja. Warum gehe ich eigentlich schon wieder vor? Wo ist mein kleiner Ork? Kleiner Ork! Ich muss erstmal eine Trittleiter holen wegen Augenhöhe.
Hier sind auch noch zwei Türen gewesen, links und rechts, ne? Ja, lass mal erstmal das untersuchen, was keine Türen sind. Das da ist eine Hochsicherheitsschatzkammer. Ich glaube, die ist unlösbar. Ich glaube, wir müssen das Rätsel hier lösen. Na, das ist doch mein Fachgebiet. Nee, ich kann's knacken. Okay. Alter, okay, nee, ich kann's nicht knacken. Na, das Schwierigkeitsgrad 99. Ich glaube, wir müssen hier das Rätsel lösen. Nee, was steht denn hier auf der Tafel? Ich würd's knacken. For current door codes, wir müssen hier drauf, glaube ich. Klick. Nur für höchste Sicherheit. Sicher, dass du, wenn du nicht dreimal falsch eintippst, den Alarm auslöst? For current door codes, please refer to the head banker's office. Ein Bankleiterbüro. Ich glaube, wir müssen hier eins, also auf 1, 2, 3, 4, genau. Einer muss jetzt da auf 2. Nee, der war falsch. Der war falsch. Normal, okay, warte. Warte. Nicht alle drauf. Ja, aber ich mach das nicht, meine Leute. Boah, Claudine, komm mal hierher! Wir brauchen aber vier Leute. Hier sind noch zwei fette Jusen, komm. Ja, na komm doch erstmal her. Du willst doch jetzt so das Ding da aufmachen, oder nicht? Ja, da geht's aber weiter. Hier hätten wir fetten Loot. Okay, dann komm ich erstmal. Ja, deswegen. Alter, kick doch mal an hier. Nachforschung. Oh, hier sind Nachforschungen. Warte mal. Okay. Okay, wo bist du jetzt? Na, du wieder. Du kannst nicht durchlaufen. Kann man nicht durchlaufen. Wenn du reinläufst, wirst du wieder zurückgeportet. Er musste halt da hochspringen. Okay, da gehst du auch noch eins. Gut. Naja, musst du da in der Lücke drin springen. Vielleicht geht das. Ja. Mal bei den Feuern direkt daneben. Ich probier's mal. Kann er nicht besonders weit springen. Man kann ja nicht direkt reinpotten, man geht direkt ins Licht. Ja. Man kann aber versuchen, vielleicht hier zum Tresor? Nee. Nee, auch nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen erst das Rätsel knacken. Dann gehen die Sicherheitsmaßnahmen aus. Ich glaube nicht mal das. Ich glaube nur die Tür geht auf. Der anderen Seite genauso, ne? Ich will auch was Tresore, sehe ich gerade. Auf der anderen Seite ist ja nichts. Warte, was steht hier? Kundennotiz. Bitte hier warten, ein Mitarbeiter wird ihre Gegenstände holen. Ah, okay. Ich hole sie schon. Oh, ja. Okay, die ist offen. Alter, du könntest versuchen, die Kronleuchter über den Siegeln runterzuschießen. Vielleicht macht das irgendwas. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt nicht, wie man da rinkommt. Passiert nichts. Ich stehe noch auf der 1, Leute. Ja. Naja, lass das mal das Rätsel machen. Vielleicht geht's dann weiter. Aber Jordan, schau mal, hier kann man hinspringen. Lass doch erstmal das Rätsel machen. Zum ersten Tresor. Und dann könntest du, glaube ich, theoretisch zum zweiten rüberspringen. Ja, und da auch das Tresor machen. Also könntest du hin und her springen. Also es wäre hier machbar auf jeden Fall. Dann musst du nochmal runter und nochmal rauf auf die 1, Peiler. Ja, jetzt bist du auf dem anderen gelandet. Ja, musst genau. Ja, okay. Ja, okay, hier drüben ist die 2. Bitte einer hier draufstellen. Oh, da, wo ich stehe. Mach erstmal die Gruppe aus da, David. Da, wo ich stehe. Hammer. Okay. Nee, das war falsch, okay. Jetzt sind nochmal runter alle. Genau, erst Pfeiler. Dann muss nochmal richtig. Richtig runter und nochmal. Immer noch nicht, Bälle. Jetzt. Man hört's ja auch. Genau. Ja, okay. Jusen, stell dich mal dahin, wo ich bin. Ohne eine andere Platte zu berühren. Okay. Was haben wir jetzt? Das. Dann könnte das die da sein. Mal eine Lücke. Ah, nee, du hast die hier vorne schon ausgelöst. Okay, ja. Schade. Na, nochmal. Alle wieder alle runter. Und wieder Rufjusen. Nee, ist nicht das Richtige. Also, das, dann muss es ja ganz außen ab, wo es gibt ja noch mehrere.
Kann auch wieder hier oben in der Mitte sein, das wissen wir doch nicht. Kann auch ja, wieder sein. Ja, beiden, David. Ah, okay, nee, so okay. Du brauchst nicht die ganze Zeit springen. Warum nicht? Ob ich jetzt laufe oder springe? Ganz ehrlich, ob ich jetzt laufe oder springe, ist doch dieselbe Rate. Mein Gott. Okay. Vielleicht bin ich wirklich nicht zu dem da unten gelaufen. Der war drin. Dann kann es ja nur noch der da sein. Ja. Ja. Warte, speichern. Wir sind drin. Okay. Hier geht's dann weiter in den Gang. Warte, ja. nee, nicht in den Gang. Och Mann, Alter. Scheiß Kamera. Kannst du wieder zurück? Nee, jetzt geht's los. Hacke. Also kommen wir jetzt hinterher, oder was? Ja, ihr müsst reinkommen. Cutscene. Das nervt. Wird nochmal neu laden können, oder? Das war kurz davor. Ja, das ist gut. Wo der gespeichert hat. Ich denke, wir kommen ja da nochmal zurück irgendwie. Elminster, the Archmage. Drist, the Drow Exile. Ah, der Typ ist cool, kann nur dein Verwandter sein. Die Pfeife hat er von mir? Ja, ja. Hat er zum 135. gekriegt. So jung ist er noch, okay. Ja. Guck dir den Bart an, ist ja am Blüte seines Lebens. Der ist ja richtig schlüpft noch. Oh, Feuerbändiger, nice. Den Daumentrick hat er von Pyler. Nee, bestimmt nicht. Hier gibt's nur ein dicker Feuerball, Junge. Nee, so ein Mini-Flämmchen gibt's nicht. Alter. Die Truhe hat Arme. Achso, genau. Gegen so eine Truhe hab ich schon mal gekämpft, ja. Ey, guck mal, Kratos. Alter, hat jemand drin überlebt, okay? Genau, David. Hier ist Johnny. Alter, da lebt doch einer drinnen, heftig. Das ist krass. Hier ist kein Gold drin. Guck mal, einer mit Glatze und einer Tätowierung. Alter, der hat mich ein bisschen an. Na, Kratos, oder? Kratos. Ja, Kratos. Der die Götter killt. So, jetzt hat er noch zwei Äxte in der Hand. Und dahinter steht ein kleiner Junge mit dem Bogen. Erstmal schmeißt er die Kiste weg. Let that be of comfort in your final moments. Hm, gar nicht auffällig. Alter, komm, ich weiß nicht, wer es ist, aber vortreten. Ich hatte Angst, dass ich das bin, das ist erst durch. Und okay, David ist es auch nicht. Der kann es ja nur Shaolin sein. David will nix. Ja, ich ja. Ich bin ja durchgegangen durch den Gang. Vortreten, guck mal deine Maske, Alter. Okay, warum denn vortreten? Warum denn einmischen? Der kann die doch killen, oder? Ja, ich kenne ihn nicht. Die sich gegenseitig killen, dann haben wir. Okay. Mal nichts mehr zu tun. Oh, guck mal, die rote. Ja, nee, das wäre jetzt vielleicht nicht passiert, wenn wir. Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the absolute faithful show you how it is done. Okay, die können durch Wände laufen oder was? Naja, das nee, ist doch das die rote Gottin, Göttin. We have the gold. Oder? Nee, das ist eigentlich die Eule von dem Nachtschattenfeld da. Nee, aber die kann doch Gestalt wandeln. Ja. Ach, meinst du, die ist es? Ich glaube, die hätte sich aber gezeigt. Würde ich drauf fetten, dass sie das. Okay. Aber Schnitter des Baal gehören doch zu der. Ja. Jetzt geht's schon wieder los. Hinter uns ist noch so ein Typ. Ich weiß, wissen wir nicht dran bin, aber wie immer. Da kommen nochmal drei. Ganz hin. Ja, irgendwo in den ganz hin. Brauchst mir nicht helfen. Und ja, ich bin sogar danach reingegangen mit vor dir dran. Ja. Wie oft kann er angreifen, Junge? Aber es hat was mit Initiative zu tun, ne? Wenn man dran ist. Ja, ne.
Bei dir nicht, bei dir hat es andere Gründe. Keine Makalpox, okay. Jo, also Peiler steht ja hier oben eigentlich ganz gut. Naja, wenn die Gegner nicht so dicht damit dran wären, und sonst stehen bloß da ganz hinten welche. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit komme. Oh. Mal gucken, wie viele noch auftauchen. Ja, dann mach ich erstmal den neben uns platt hier, wa? Ich zu. Ist der gerade jemand gestorben? Ja, der ist tot, ja. Nee, ich sehe, dass die Kamera angesucht hat. Mein Zauberstab da. Ist das... So, der ist tot. Komme ich da noch hin? Unverletzlich. Okay, der hat Heiligtum. Achso, den kann ich nicht angreifen. Aber ich kann ja neben denen laufen. Zack. Okay, und kann ich mich noch verstecken? Ich glaube immer noch, kurze Rast wäre ganz praktisch gewesen. Achso, darf nicht bedroht sein. Okay. Kann mir jemand Bescheid sagen, wenn ich dran bin? Nö. Okay. Dann gehe ich jetzt so. Ich leg mich auf die Couch. Bis gleich. Aber keine Augen getroffen. Jetzt schläfst du wieder ein. Ja. Ah, die haben unaufhaltsam weggemacht. Schön. Okay, Pyros, was wirst du tun? Oh. No. Die da hinten sind halt ein bisschen weit weg. Muss ich einfach ins nach unten fliegen, dann treffe ich sie vielleicht. Mach nicht so krass, weil die haben teilweise unaufhaltsam, ne? Musst du mal gucken. Ja, aber die müssen ja auch erstmal zu mir kommen, wenn ich unten bin. Unten ist ja keiner weiter. Außer die da hinten. Ich kann mich nicht auf den Tisch teleportieren. Hier drüben steht auch einer, ne? Hä? Hier steht auch einer. Ne, ich geh nach unten. Und tot. Gar nicht so wenig. Ja, aber für viele. Muss man doch vielleicht mal ein bisschen was Besseres auspacken. Hochsicherheitsschutzkammer. Uiuiui. Nehmen wir da was, nehmen wir. Die können doch einen Dieb nicht hier reinlassen. Ich glaube, deswegen waren auch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Verstehe ich auch nicht. Welche Sicherheitsmaßnahmen? Die Glocke? Also ich bin reingekommen. Die ganzen Fallen? Ja gut, du kannst aber auch lügen wie ein Weltmeister. Wohl nein. Doch, du bist doch im Täuschen auch ziemlich gut, oder? Nein. Täuschen und Fingerfertigkeit ist so dein Standard. Höre auf, mir so einen Stempel aufzudrücken. Boah. Hör auf mit diesem Schubladendenken. Ja, genau. Er ist betäubt. Betäubt. Warum war bin ich dran, Leute? Dann geht's los. Ja, neben dir steht dann einer. Ha, Heiligtum ist weg. Und David ist fast tot. Mein Dino ist fast tot. Ich lebe ewig. Also wir sollen ihn nicht aufhalten, ja? Nee, lass ihn drauf. Lass ihn sterben. Wieder nicht? Ja, lass wieder ihn nicht. Guck mal, so krass war solange der. Solange da kein Crit steht, ist alles gut. Jetzt kann Aua machen. Okay. Die betäuben die alle. Bleib da stehen. Ja, nice. Boom. Alter, die macht richtig Action hier. Erst da oben geschlagen, runter hinter mich gesprungen, noch in AB geschossen. Jetzt bleibt sie hinter mir stehen, finde ich auch, ne? Oh, krasser Sniper. Und die Aktion hin und her zu flitzen, ich würde lieber erstmal einen wegkillern, oder? Statt steht in der Tür, Alex! Ah nein, das wollte ich nicht. Oh, ja, alles gut, mach. Lass durchgehen. Ah, nee, jetzt hat er mich aus der... Na. Er steht in der Tür. Oder? Ja, hier direkt in der Tür drin, also in der Mitte. Der Bankwächter da, ja. Oder was? Achso, nee, da, ja. Genau. Weil sie bloß unten den Rand und den Fuß. Frag mich bloß, welcher ist denn das?
Nee. Nee, nee. Dave, die alte Täuschungsbestie. Ja. Täusche dich. Sie? Aber enttäusche uns nicht. Ich kann den nicht auswählen, ne, Alex? Ich hab eine Inspiration. Naja, dann mach doch daneben. Also musst du vielleicht Flächenschaden machen oder so. Ja, mach ich dann. Aber ich wollte gucken, ob der nicht eine Resistenz hat. Kann ich jetzt bloß nicht. Oder eine Immunität. Jusen, kommst du zu der da runter? Wenn ich irgendwann dran bin, ja. Ja, du bist doch... Achso, bist nicht dran. Was du denn für ein Vieh, David? Eine Täuschungsbestie. Ah, wenn ich scheiße, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich wollte... Oh, ich wollte auf die andere Seite. Na, egal. Obwohl, da kann ich ja erstmal Dorn hinzimmern. Komm ich dann noch ran? Nee, natürlich nicht. Dann kann der da in die Richtung gehen. Der überhaupt eine Chance hat gegen den da unten. Der soll eigentlich eh sterben, damit ich ein neues bauen kann. Ja, ja, klar, jetzt gehen sie wieder weiter auseinander. Die wissen, was ich machen wollte. Naja. Tschüssi. Aber so krass sind die nicht, Peiler. Ich glaube, da brauchst du nicht so... So dick auspacken. Kannst du zu uns runterhüppen? Ne, rechts, links steht auch noch einer. Ja, hau den links weg, wenn du hinkommst. Losen rennt. Er eilt. Ja, mach erstmal den da kaputt. Mal kaputt! Siehst du, muss man nicht mehr erst anschreien. Na, immer doch. Kannst du deinen Speer neu werfen? Na, nicht nach unten, das macht zu viel Flächenschaden, dann kriegen wir alle Schaden. Achso, ja, stimmt, ja. Das ist kein Speer, das ist ein Dreizack. Das ist ein Dreizack? Mhm. Keine Gabel? Welches ist euer ein dreizackiger Speer? Na, wenn der eine Kuchengabel, die hat drei Zacken. Normale Gabel hat vier. So, für mich normal. Vielleicht ist es auch eine vierzackige Gabel, die einen Zacken verloren hat. Ich brech dir auch gleich mal einen Zacken von der Krone. Aber zack, zack. Kannst du nicht entscheiden, Jusen? Alter, Jusen, ist dunkel hier. Der schleicht. Der kleine Gangster. Jusen, nicht den Dreizack werfen. Ich höre es einfach auf, okay? Besser ist das. Aua. Bin gleich wieder da. Okay. Ist fast tot. Ah, die hat sich genauso gestellt, dass ich sie noch nicht treffe. Wenn ich mich hier hinstelle, könnte ich beide treffen. Ich kann euch den Dungeon and Dragons Film wärmstens empfehlen. Da gibt es auch eine Schattenbestie. Okay. Da habe ich noch nicht geguckt. Bewegungsrate. Hm. Oh, der Mehrfachangriff ist schon das Beste, was ich in so einer Situation machen kann, denke ich. Hm. Okay. Stand der ein bisschen beschissen.
Wirklich, weil er an der Tür steht. Ja, Peter, der hat aber unaufhaltsam. Da kannst du einen Low Spell hinschmeißen. Der kriegt eh nur einen Schaden. Obwohl, der rechts nicht. Den rechts kannst du wegknallen. Ja, den hier kann ich wegballern, oder? Der hier könnte das auch haben. Ja. Obwohl, der hat nur noch 12. Der müsste schon weg sein, oder? Mach doch den hier. Ja, siehst du doch, der steht doch nicht da drunter. Wenn du den hier tötest, ist die Konzentration weg. Na, Pala kann ja drei. Den habe ich schon anvisiert. Achso, okay. Ich habe aber noch einen Schuss über. Na dann. Dann mach die. Nice. Hat gut funktioniert. Oh, zwei tot. Nice. Wir sind nicht die Opfer. So, der ist jetzt. Jetzt kannst du so anvisieren, glaube ich, oder? Außer wenn er sich wieder reinstellt. Nö. Nee, macht er nicht. Alter. Akku! Nice. Die hat die Dings gebrochen. Unaufhaltsam. So, David. Na denn, hau zu. Kannst dich wieder nicht entscheiden? Nee, ich bin nicht mehr verlangsamt. Okay, dann muss ich mich ja nicht entscheiden. Genau. Das war ja Sinn der Sache. Dass du nicht mehr verlangsamt bist. Habe ich den anderen jetzt auch Schaden gemacht? Nee. Nee. Peitsch ihn raus! Peitsch ihn! Ich glaube, das ist Buggy. Ja. Das kann gut sein. Gar nicht OP. So, dass meine Täuschung passiert, dann nachher auch nochmal angreifen dürfen. Nicht hinterfragen, Leute, einfach glücklich sein. Da den Cloud bin Rabo, okay. Wenn jetzt ist bloß scheiße, hier sind die Wachen unten, ne? Hätten wir die gleich mitgekillt. Alter, ich brauche eine 30. Aber ich brauche erstmal Speicher, die wir vielleicht nochmal machen müssen. Alex ist schon fleißig am Knacken, obwohl die alle rumstehen. Ist hier noch irgendwo eine Leiche, die ich übersehen habe? War doch hier bei Jusen, oder? Vorhin gerade oben. Ja, wie gesagt, hier sind auch direkt Wachen, also ich weiß nicht, ob es zu clever wäre jetzt, aber. Urrat des Mordes. Nein, das ist kein Clown. Aber ich brauch halt, also ich muss halt hier eine 30 schaffen, ey. Das ist halt krass. Oh, stimmt, man kann ja auch in die Schreibtische gucken und die Schlüssel und alles mitnehmen. Oh, naja, dann nimm die Schlüssel. Die, ja. Ja, genau. Nice. Die Schreibtische oben links und oben rechts machen, Leute. Okay. Nice. Hier ist noch ein Schlüssel. Bücher gibt's ja auch. Mann, ey. Okay. Ehrenrunde dreht. Warum schläft sie noch denn ein Schlüssel? Nicht? Anna, warum schläfst du nicht? Weil ich nicht will, Papi. Was ist jetzt schon wieder Aua? So, packe hier Alex mal die Schlüssel rüber. Und die Bücher auch gleich. Ah, die mögen mich nicht. Weil du aussiehst wie ein scheiß Albtraum. Nee, ja. Katze mit Tentakeln. Ja, ein scheiß Albtraum. Liegt bei Angst vor mir.
Natürlich haben sie Angst vor dir. Du, Digga, wenn sie dich angreifen, greife ich mit denen an. Hast du so Angst vor mir? Nö, aber ich will dich einfach nur tot sehen. So. Wieder Ehrenrunde rum. Fetten Troll, habt ihr noch nicht die Tresor geknackt? Kommst du ran, David? Ich komm da nicht ran. Bin wieder da. Ich komm hier nicht ran, Alex. Da ist noch was drin. Ich auch nicht. Berlin, du hast, glaube ich, das alles Schlüssel. Du kannst erstmal jetzt hier durch die Tresore laufen. Wir können die Schlüssel auch verwenden, wenn die in, also unterschiedlichen Inventaren sind. Ah, okay. Okay. Warum kann ich denn da nicht runterspringen? Da musstest du trotzdem in den fetten Tresor kommen, weil die Schlüssel haben wir nicht. Ja, gleich. Kommen wir erstmal auf. Ein Umhang. Ein Umhang? Der ist verschlossen. Den muss ich knacken. Kannst du dein Inventar kurz vorher sortieren, dass die neuen Sachen einfach unten aufploppen? Die sind auch alle zu. Ja. Ah, der Umhang ist aber Müll. Ja. Die Person beherrschen. Okay. Die kann ich auch alle nicht aufschließen. Was ist eine Verzauberung des Grades der Stufe 5, ne? Also ist schon ordentlich. Die sind alle verschlossen. Ja, aber nur den einen aufmachen. Jedes Mal, wenn er auch von Schaden getroffen wird, muss er halt so einen Rettungswurf machen, ansonsten hebt sich das wieder auf. Das heißt, du machst das eine Runde, der kriegt Schaden und dann ist er trotzdem wieder gegen dich. Und du kannst es nur auf Mensch machen. Ey, einfach eine 30, ey. Ich habe Geschicklichkeit plus 4. 31, nice. Ich hab's eröffnet. Was haben wir denn hier? Elegantes beschlagenes Leder. Eine leichte Rüstung, vielleicht was für Peiler. Muss man mal gucken. Warte mal. Was ist die denn? Neueste. So. Neueste sind jetzt oben. Ganz oben im Inventar bei mir. Schild. Okay. Du hast einen Bonus auf 2 Intelligenz. Okay, dann hätte ich wenigstens schon mal 19. Nehmen sie mir auf jeden Fall mal. Mist. Ich sehe ja nicht so viele. Ja, eine 30, geil. Habe ich eröffnet. Oh, ein Dreizack der Wellen für Jusen vielleicht. Muss er sich mal angucken. Das ist ja gemein. Oh, hier oben ist einer Schnitter. Hier oben ist ein Gegner aufgetaucht, Leute. Jo, sofort. Jusen? Über uns ist ein Gegner aufgetaucht? Über uns? Wo seid ihr denn hin? Die Regeneration ist ja schon bestimmt. Mist. Wo man das auch mal tauschen könnte. Naja, egal. Seid ihr irgendwo reingegangen? Nein, hast der ist immer noch hier unten. Weil, also, da wo Jusen und ich stehen, über uns. Über euch. Ach, da oben, ich seh'n. Wie viel Leben hat er denn? Ich hin und greif ihn an, ja. Ja, ist natürlich zuerst dran. Haha. Guck nicht durch deine Panzerung, Jusen. Mach einen Plot. Ja, wo kam der denn her? Wir sind überall rumgerannt, oder Leute? Ich war an jedem Tisch und überall. Jusen hat ihn aber aufgedeckt mit seinem Auge. Ah, okay. Mit dem Fuscherauge von Wollo, ja. Machst du noch was, David, oder? Kannst du gar nicht. Nein, ich wusste nicht, dass die anderen wollen. Nee, du kannst doch. Hau den weg, Mann. Das ist einer. Hau doch einfach drauf. Ja, aber wenn ich den jetzt angreife, bringt's nicht viel, weil er hat ja. Doch. Was bringt nicht viel? Nice, hab's eröffnet. Oh, Lüttich, klappt, Jusi. Ich dachte, er wäre, weil er irgendwie so Heiligtum mit drin hatte. Nee, hat er wohl nicht.
Hätte man aber auch nachgucken können mit Untersuchen. Ja, da ist ja irgendein Richtung. Schutz drin gerade. Ich dachte, dass der erste Schlag einfach komplett vorbeigeht. Ist ja egal, dann haust du ihn halt zweimal. Außerdem hat der Pfeil da Schaden gemacht. Ja, stimmt. Ja. Wasserfeuerball, Junge. Wir lassen mal den kleinen Zwerg machen, was der kleine Zwerg so macht. Warten kurz. Generation ist schon geil. Und dann sind wir eigentlich hier durch, oder? Sogar eine Bonusaktion ist schon. Kann ich direkt wieder in hoch. Ich hol mir nur gerade Diebeswerkzeug. Davon haben wir nur 63, hatte ich noch in der Truhe. Da mache ich hier die ganzen Dinger auf. Ja, das ist eine gute Idee. Dafür habe ich die ja gesammelt. David, kannst du einmal speichern? Muss ich die nicht alle normal aufmachen? Falls jetzt irgendwas passiert. Warum bist du eigentlich, wenn man das Inventar aufmacht, David, so klein in deinem Inventar? Sieht aus, als wärst du ein kleiner Hund oder eine Katze. Ja, stimmt. Miau. Hier bist du mit deinen Stacheln, wenn die stehen, sogar größer. Ja, zoom mal ran. Ja, aber bringt auch nicht viel. Dann bin ich weg. Ja, man sieht nur auf den Rücken. Ja, dann sieht man gar nichts mehr. Ganz ja, dann hast du einen schwarzen Bildschirm. Deine eigentliche Größe hast du. Warum befliegt denn jetzt immer eine 22? Was soll denn das? Wollen wir nochmal ganz kurz neu laden? Warum denn? Das bringt doch nichts. Ja, doch, weil er jetzt einige jetzt verloren hat. Jetzt, wenn wir nochmal neu laden, fängt doch mal von dem Status an. Warum? Alex kann immer wieder versuchen, Digi. Ja, aber ich würfel hier anscheinend immer nur eine 22 gerade. Bei dem. Soll ich mal würfeln? Dann nimm erstmal ein anderes, oder? Kann ich würfeln. Brenne jetzt alle so panisch rum. Warum befliegt denn da jetzt immer eine 22? Wir haben Angst vor mir. Ach so, deswegen. Ey, jetzt würfel ich hier nur noch eine 22. Hm. Weiß nicht, was jetzt wieder eine 28. Weiß nicht, was das war, warum das so buggy war gerade. Hilfe! Ey, schon wieder nur eine 22. Was soll denn das? Ich würde sagen, nochmal neu laden, oder? Dann probierst du es nochmal deiner Kiste. Ja, hat geschafft. Ja, erst hat es geschafft. Erst heißt es geschafft, ja. Das dauert halt ein bisschen. Alter! Der lange Arm vom Gur. Krass. Okay. Eine krasse Armbrust. Hast du mich gerade Kreatur genannt, ey? Ah, renn weg. Nochmal eine 10. 19, 31, habe ich geschafft. Okay, ich würde mal sagen, damit hat Alex immer Spaß, wenn er alleine ist. Warte, Leute, kann man es lesen? Du hast ein abgetrenntes Narrenbecken dabei, also das Becken von einem Clown, von einem Narren. Ich will nicht wissen, was du damit machst, Alex. Na, ich habe das Bein, das ist eine Quest. Das ist eine Quest, wir müssen den zusammensetzen. Ja, ja, und wenn du dann alleine nachts in deinem Bettchen liegst, ist klar, Digi, das ist eine Quest. Hey, was wurde da für Geld geboten, wenn wir das machen? Ich weiß aber. Nice. Na, wir haben Parasit. Na, Alex hat Arme und ich hab einen Fuß. Ich hab auch einen Parasit Fuß. Parasit kriegt doch gar keine Luft. Was haben wir denn fast? Wir brauchen noch einen Kopf. Bein, die Fuß, beiden noch. Arm. Hatten wir nicht noch einen Torso und einen Kopf? Irgendwo bestimmt. Oder Alex hat es verkauft. Nein, geht ja gar nicht, weil es vielleicht ist es auch irgendwo in der Truhe bei uns zu Hause. Nee, abgetrenntes Narrenbecken haben wir noch, hat er noch. Ein Becken hat er, aber ein Torso hat er nicht. Schwere Truhe. Ja, braucht er aber nicht, er braucht aber so Becken. Nee, wir müssen ihn ja zusammensetzen, wo wir auch ein Torso. Ah, stimmt, das Becken. Der Gag war einfach zu blöd. Ist YouTube. Ich hab's nicht gecheckt, sorry. Hat man nicht haben wir jetzt ja nicht gerafft, dass du nicht gerafft hast. Und warum hast du eine schwere Tour bei dir eingepackt eigentlich? Weil ich die gerade gefunden hab. Okay. Achso, ich öffne die auch. Ich öffne die mal. Mhm. Da ist Spielzeug drin. Cool. Wenn du es ab und an machst, alles gut, aber wenn du es eine Minute am Stück machst, krieg ich einen Rappel. Knapp. Nappel. Ein
Wappe, kriegst du das? Stell dir mal vor, meine Mutter hätte nicht geheiratet. Wisst ihr, was dann mein Nachname gewesen wäre? Nappel. Nee, du wärst ein Bastard. Aber du wärst auch ein Bastard in dem Fall gewesen. Na, und ein Nappelfeld, Alter. Den Nachnamen wollte ich nicht. Warum nicht? Wenn weg in der Schule richtig gehänselt wurden. Alter, der Nappel, passt doch. Naja, super, nenne ich alle Nappel. Mega. Kann sie nur noch Stunden dann, denn 45 hab ich noch. Ja, jetzt zeig's. Wir haben ja noch mehr auf dem Weg wieder raus. Achso, ja, stimmt. Aber die sind vielleicht leichter. So, ich hab alle auf. Alle auf, nice. Speichern, sehr gut. So, was wieder raus. Hier kommen wir ja jetzt. Wollt ihr mit dem Typen da? Ach doch, es geht wieder hoch hier auf der anderen Seite, ne? Ja, wir können auch zurück, oder? Nicht? Ja, wir können auch wieder zurücklaufen erstmal. Da geht's. Wenn Alex erstmal die anderen Sachen machen will, da wo Yuzen gesprungen ist, erstmal das, oder? Ich hab die Kamera falsch gedreht, alles gut. Wollt ihr mit dem Typen vielleicht hier unten nochmal quatschen? Der rennt die ganze Zeit noch vor mir weg, oder? Okay. Welcher denn? Der ja schon. Na, den wir jetzt gerade gerettet haben, hier den Blitz, den kleinen. Wo ist denn der? Kann aber auch sein, dass die dann so sagen, ey, was macht ihr hier unten? Aber vielleicht danken die uns auch und geben uns noch Cash. Wenn ich ihn mal finden würde? Na, der ist gerade unten. Ach, da! Oh, ja, genau. Ja, sorry, der ist vor mir weggerannt. Hat hier seine Runden gedreht. Das sind Ausdauertraining. Okay, krass. So, du verschleiert bist, benötigst du. Es war cool, aber... Ich hab einen richtig guten Hut gefunden. Die lassen sich ziemlich leicht knacken, besonders von Zwergen. Der Hut mit der Täuschung habe ich auch schon gesehen, ja. Glaubst du, es ist so clever, das zu sagen, David? Der Überzeugung. Aber Überzeugung bringt ja bei einem Würfeln zum Beispiel nichts. Na, besser als ich habe euch das Leben gerettet, oder? Aber Shaolin, ich würde mir doch dafür dankbar sein, oder? Die Armbrust nehmen. Ja, aber wir sind ja mit dem Arm der Sicherheitsberaterin sind wir ja auch reingekommen. So. Der ist ja, ein bisschen okay. Besser als meiner, den ich habe. Naja, aber brauchst du dann eine Armbrust? Oh, okay. Na, ab und zu für Fernkampf, ja. Es bricht dir doch nichts ab, wenn ich den nehme, oder? Nö. Mach. Hau rein, Yuzen. Mehr Distanzschaden. Und ich glaube auch nur ein bisschen bessere Rüstungsklasse dadurch. Nee. Aber ja, warum nicht? Oh, nicht schlecht. Oh, 8 bis 17 Schaden ist doch gut. Deswegen. Die davor hat er, glaube ich, 5 bis 16 nur gemacht. Also warum nicht das etwas bessere nehmen? Wenn du schon gefunden hast, so, hast du kein Geld dafür ausgegeben. Würdest du eh nicht für mich tun, das ihr quatscht? Achso, okay. Die Schuhe wurde gestohlen, warte, wir müssen ja erstmal wissen, weißt du? Ja. Wenn wir mehr finden, dann... Every penny of civilian lodgings anyway. I mean, not like we lead him into the private vaults. Ich weiß ja auch nicht, was er meint, mit dir stohlen. Du kannst es nicht gewesen sein. Das ist alles legitim in meine Tasche gewandert. Du bist ein ehrlicher und guter Bürger, also du wirst sowas nie tun. Von ganz allein. Ich mach das untere. Ist egal, ob wir es am Ende behalten oder nicht, aber ich lasse ihm erstmal den Glauben, ja. Also, das ja, naja, klar, naja, natürlich. Ich würde nicht sagen, dass wir können uns ja dann immer noch entscheiden, ob wir es richtig, vielleicht später zurückbringen. Wir leihen es uns mal vor 100 Jahre circa aus. Eine größere Schätze als Gold klingt ja auch wieder geil. Wenn das jetzt nur 1000 Gold sind, dann können wir ihm die ja zurückbringen. Aber. Wenn es 100.000 sind? Hebt sich alles. Dann gucken wir, ob wir vielleicht ein bisschen was zurückbringen.
Also mehr als ein Taui war nicht drin, die anderen 99.000, die sind irgendwie unterwegs verloren hier. Wir haben unsere Unkosten, unsere Spesen gedeckt. Da kommt genau. so in goldener Rüstung an. Kannst dir vielleicht ganz Baldur's Tor hier kaufen und so. Jetzt haben wir wenigstens eine Quest, wissen auch direkt wahrscheinlich, wo ein Schatz ist. Und, haben den Tresor geknackt und Alex muss jetzt hier bloß noch gucken. Einfach hier oben. Vorne bei den Nebenräumen. Ja. Und wir können ja auch Schriftrollen aus den Schränken noch rausnehmen, ne? Ja. Achso, habt ihr bloß vielleicht vergessen. Mann, aber wie gesagt, es ist machbar, hin und her zu springen auf jeden Fall. Ja, dann mach's ihn mal vor. Na, zuerst... Okay. Den stecke ich noch ein. Zuerst springst du halt hier hin. Der ist schon leer. Da, wo ich jetzt stehe. Warte, ich spring schon mal weg und dann kannst du dahin springen, wo ich stehe. Und dann halt hier rüber. Ne, du musst aufpassen, dass du, wenn du durchspringst, nicht auf dieser Plattform endest. Oder anfängst. Genau, ne. Ihr macht das mal, dann bringe ich mal hier meinen Mezzomix weg. From entering until a staff member has opened the way for you. Ja, das sieht doch gut aus. Hab's geschafft. Genau. Kannst du dir das erstmal knacken, dann springst du rüber auf die Seite, wo ich bin. Ja. 25, sieht gut aus. Nur weiter rüber wird dann schwierig. Ja, hab ich geschafft. David, kannst du gleich, warte. Ah, okay, nice. So sieht das aus. Nice. David, speicherst du? So, wie jetzt? Muss jetzt einmal zu dir springen, oder was? Von da? Du müsstest jetzt genau einmal zu mir springen, aber ich müsste jetzt mal kurz versuchen, irgendwie hier vielleicht wegzukommen. Aber ich glaube, es wird... Das wird nichts. Dann läuft einfach rein. Ach, scheißegal. Nee, also, aber die zwei Dinger kriegst du auf jeden Fall auf. Die dahinter leider nicht mehr. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie man die Dinger hier auskriegt. Können wir vielleicht die Feuerschale kaputt machen und dann da hinspringen? Kannst du auch angreifen. Na, oder in einem Fliegen oder halt so diesen heftigen Sprung. Wir haben doch so irgendwelche Tränke. Glorreicher Sprung, den könntest du auch nochmal probieren. Ihr habt doch Fliegen, ihr könnt doch einfach rüberfliegen. Ich kann mal probieren, ob es geht. Ja. Geht. Würde funktionieren, ja. Ja, hab ich. So. Chillig. Und das braucht auch nur 25, also kann ich die alle aufmachen. Sehr gut. Alter, 1200 Gold hier drin gewesen. So, wie läuft's? Ja. Alles gut, alles wir gut. Haben das Fliegen wieder entdeckt. Achso, konnte da jetzt drüber fliegen, das ging ja. Ja. Drüber fliegen aber geht. Aber drüber springen nicht. Nee, springen und alles was mit dem Bone berühmt zu tun hat nicht, aber fliegen geht. Ja. Und die brauchen auch nur 25 hier, die kann ich alle öffnen. Und die andere Seite hast du ja dann auch noch. So, muss erst mal gucken, wie man dahinter kommt. Ja, stimmt, das war ja auch ein kleines Rätsel für sich. Oder muss man sich denn mal schrumpfen, ganz klein machen und du kannst dann durch so eine Lücke durch die Gittertore durchlaufen? Mal gucken. Das wäre so das Einzige, was mir gerade dann einfällt. Aber hier kannst du irgendwie nichts angreifen. Glaube ich, habe noch einen Trank der Gaswolke, glaube ich, oder sowas. Dann müssen wir gleich mal gucken, aber kommst du hundertprozentig auch an den Stuff ran, es muss gehen. Ja, sonst wäre er nicht da, ja. Genau. Ja. Sonst mach ich mal eine kurze Pause, dann nehme ich ein Kippchen hoch und hol mir mal was zu essen hierher. Und wie lange wollen wir denn heute machen? Warum bewegt denn jetzt 23. immer nur eine 10? Was soll denn das? Okay, wenn keiner was anderes sagt, dann bespreche ich das doch kurz mit Frauchen. Also ich würde sagen 22,59 höchstens. Okay, bin ich einverstanden. Okay, ihr habt eher einen Weinkeller gehabt. Teure Weine. Oh, okay, kann man teuer verkaufen. Wirklich. So spricht man ja. Ja,
Also ein bisschen buggy ist das aber schon. Ich würfel hier irgendwie immer eine 10. Ach, ist das scheiße, ey. Also manchmal ist das Spiel schon ein bisschen arg kacke. Hey, nichts gegen arg. Arg ist auch kacke. Ja, siehst du, hast du euch geschafft, Digga. Ich hab jetzt 8 Mal gewürfelt oder so. Und 4 Mal davon war eine 10. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Okay, ich habe richtig viele Schriftrollen für Pile gefunden. So, okay, ich bin durch da in dem Raum. Gut, dann kommst du zu uns, jetzt müssen wir überlegen, wo wir hier weiterkommen. Oh. Please wait here. A staff member will retrieve your items. Hä? Ja, hier hinter sind auch noch Tresore, ja. Ja, ja. Sind überall Tresore. Und teleportieren können wir uns ja nicht. So, ich warte. Cool. Doch, ich könnte, ich hab meinen. Kannst du mich dahin teleportieren? Dich und ein Zier an einer Stelle, ja. Ja, aber ich muss jemanden vorher markiert haben. Na ja, dann. Kill mich. Ja, soll ich dich mitnehmen? Wenn du mich da rein teleportieren kannst. Ah, du kannst ihn schilden, ja. Ja, aber du... Ich weiß nicht, ob du den Zauber dann abbrichst. Nee, mach nicht reagieren. Also du kriegst bis zu 16 Schaden, kannst du kriegen. Ja, aber oh, ist ja Pylas. Weil er ist nicht da, okay. Ja. Na gut. Gut, dann müssen wir jetzt warten. Die Spannung steigt. Das ist dieser klassische Spannungspunkt. Wird auch oft sehr gerne in Geschichten genutzt. Mhm. Jetzt kritte ich dich. Jetzt mach ich hier einen perfekten Crit und dann. Oh. Ja, du bist tot. Du bist drüben, aber tot. Dann kann ich dich vielleicht auf der anderen Seite wiederbeleben. Nee, ist denn blockiert. Ist denn aber leider blockiert. Kommst nicht rüber. Ja, du musst mich 4-mal teleportieren. Ne, 5-mal Minimum. Also jetzt 1, 2, 3, 4 und dann wieder zurück. Muss ich mich vielleicht zwischendurch mal heilen. Oder wir gucken mal, ob Pilot irgendwas mit Teleportationszauber hat. Kann ich das eigentlich hier weg-X'en? Ja. Pilot hatte doch, glaube ich, auch was mit. Ja, Dimensionstor hat er als Schriftrollen 2. Ein anderer Spieler wählt eine Reaktion aus. Also Schriftrolle Dimensionstür hätte er? 2 Stück? Ja. Na, bestimmt Schriftrolle der Teleportation. Und Yuzen, du hast doch noch einen Pfeil der Teleportation. Oder Transposition. Teleportiere dich. Wenn ich da nicht durchschießen kann, glaube ich, kann mich da auch nicht hin. Ja, aber. Kann sein, dass er sich nur auf. Ne, ich glaube, der Pfeil bringt gerade nichts. Zauber ist da schon ein bisschen, glaube ich, sinnvoller. Ich habe auch so einen Pfeil. Ich kann es ja mal probieren mit dem Pfeil. Probier es, ja. Müssen wir warten. Probier einfach. Achso, du kannst gerade nichts machen, ne? Ne, ich kann gerade nichts machen. Ich kann es auch mal probieren. Ob man durchschießen kann überhaupt. Ach so, scheiße, ein anderer Spieler wirkt eine Reaktion aus, ich kann gar nichts machen. aber hier Raumjägerstiefel haben Dimensionstür als Beschwörungszauber 4. Grad. Ja, stimmt, Grades. Stimmt. Habe ich im Inventar. Die kannst du vielleicht auch mal probieren. Oh. Dimensionstür habe ich auch nochmal als Zauberschriftrolle gefunden. Ja, Pelle hat 2, wie gesagt, davon. Dann haben wir schon mal 3. Drei plus deine Stiefel hätten wir schon 4. Oh. Wollen den ultimativen Loot. Aber wir bräuchten halt noch einen
Wir müssen halt gucken, ob das mit dem Pfeil funktioniert. Weil dann wäre es chillig. Wir können nichts tun. Nö, alles wartet auf Peiler. Wir können nichts tun. Tastatur und Maus können sich ausruhen. Er ist gleich da. Also mit euch zu spielen ist immer so spannend, finde ich. Hast du den Hut schon gesehen, den lilanen? Mit ja. Überzeugen und Täuschungswürfe? Ja, aber was bringt das wirklich? Ist es ein Dialog? Ja, naja, wenn ich in der Stadt rumrennere, ja. Dann denkst du immer dran, den auszusetzen, oder? Ja. Okay. Du nicht? Bist du sicher, dass du dann denkst? Ich bin sicher, dass ich nicht sicher dran denke. Ja, bin ich mir auch nicht so sicher. Du brauchst auch nicht sicher sein, ich bin ja sicher. Die Einhandschuhe haben Klopfen. Klopfen soll auch sehr stark sein. Ja, das kann da so ein weltliches Schloss aufmachen. Ja. Alter, aber die Waldfee. Nur einmal pro langer Rast halt, ne? Ah, ist natürlich ungünstig, wa? Ja, ich mache ja alle Schlösser auf jederzeit. Ob ich ausgeschlafen bin oder nicht. Gerade, aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwelche Schriftrollen noch vielleicht im Lager haben. Mit Teleportation. Ja. Aber auch da können wir jetzt gerade nicht hingehen. Man kann nicht mal Sachen lesen. Hat er gesagt, wo er hingeht? Rauchen und Essen holen. Also geben wir ihm mal 20 Minuten. Ja, dann kann ich mir ja auch Essen machen. Ja, macht ja Essen. Wäre cool, wenn wir das nicht alle nacheinander machen würden. Ja, naja, wir können ja... Ja, dann mach es doch jetzt. Ja, dann geh ich kurz zu Burger King, bis gleich. Tschüss. Kannst du auch liefern lassen. Nee. Dauert dann noch länger. Wieso, ey? Gehört, ist draußen super Wetter und ich würde nochmal ein bisschen die Sonne genießen. Okay. Kaputt bist du? Läuft bei euch. Wieso euch? Hä? Ja, bei dir auch. Warum denn? Hä? Check ihn, ey. Brauchst du auch nicht. Bei mir ist es dunkel und die Welt ist grau und scheiße. Tag ein, Tag aus. Kann die Sonne scheinen, ob sie will oder nicht. Ja, es hat die Welt von, die Welt von Baldur's Gate. Ja. No. Muss mal in die Welt von Warhammer reingucken. Da sind überall Blumen und Regenbögen. Ja, klar. die ist super hell und freundlich und. Solche Art der Spiele möchte ich nicht konsumieren. Der Imperator ist die freundlichste Person im Universum. Ja, diese ganzen fliegenden Schädel, die. Die sind auch sehr freundlich und hilfsbereit. Ich verstehe diese Art des Humors nicht. Du willst ja auch kein Minecraft spielen. Ich weiß ja nicht, was du nicht. Doch, in Minecraft habe ich immer langsam mehr Bock. So. Ich würde gerne mal so ein kleines Dings aufbauen da, ja. Gib dir erstmal einen Lava-Eimer über den Kopf. Na, mit dir spiele ich eh nicht. Okay. Das ist bei der Baldur's Gate, man. Hey, hey, hey. Wie, hey. Du wirst ja auch bei Baldur's Gate bei meiner Storyline nicht mitwirken, Alter. Nee, warum? Einfach weil du mich nicht magst. Wie, ich mag dich nicht, weil wer sagt denn sowas? Shaolin hat das letztens gesagt. Was? Shaolin hat das letztens gesagt? Ja. Was habe ich gesagt? Ja, ist du nicht so. Ist ehrlich, Shaolin, nee. Kannst ruhig sagen, dass du gesagt hast, dass David mich nicht mag. Das ist ja kein Geheimnis. Ja, siehste. Also hatte ich doch recht. Ich habe gut gewürfelt.
Beiler, brich mal ab da. Nice, siehst du, geht. Funktioniert? Ja, hat funktioniert. Ja, also. Und ich habe keinen Schaden gekriegt, oder? Bist du durchgekommen, ja? Ja. Ja, mit dem Feeder anscheinend. Ja. David kann hier. Oh, Feeder, das bin immer noch ich! Nice. Ich identifiziere mich aktuell nur als was anderes. Kannst du das Spiel noch öfter nutzen, als er teleportieren kann? Hallo! Nein! Geht nur einmal, Red! Oh, ich habe mich eingeschlossen. Kann jemand mal die Tür aufmachen, bitte? Danke. Was bist du für ein Dieb, Alter? Jemand hat die Tür zugemacht. Das war der Wind. Man hört doch mal auf, die Türen zuzumachen. Ich bin hier mit dem Anti-Mate. Aber wenigstens bist du drüben. AKA David? Ja. Aber du bist zumindest drüben. Wow, bringt mir aber ohne. Ja, immer nur meckern, das können die Zwerge. Ja. Warum klingt das die ganze Zeit, obwohl ich es gedrückt halte? So, weil ich vielleicht anvisiere. Wilde Verbrenner. Bosheit, okay, cool. Das heißt Bosheit. Ja! Wolkenriesenstärke. Wup, wup. Oh, das ist geil, ja. So, teleportierst du mich eins weiter? Ja, yes, ist das Zauberwort. Sofort, wir haben keine Zeit. Dahin. Hey, warte mal. Dahin. Hier ist außer Sichtweite. Dahin. Dauert das denn so lange? Hopp, hopp. Ey, klar. Wozu bezahle ich das Abo? Die ganze Erde. Nein! Brauchst du mir nicht. Alter Dude. Beiler? Beiler, nein! Beiler, nicht reagieren, also, bitte! Nicht reagieren, bitte! Oh, quetsch grad meine Kartoffeln. Ja. Alles klar. Hier ist ein Bild durch, okay. Too much information. Man macht die Webcam aus dafür. Jetzt müssen wir hier FSK 18 einstellen. Ich hab halt kein Kartoffelbrei. Schön mit Nillenkäse. Mit allem, was du willst, Alex, ist dein Essen. Bist du fertig? Ja. Brauch mal die Tür zuzumachen, das ist mein Markenzeichen. Nee, dann kriegen die machen das. War die offene Tür, oder? Ja. An die Wochen kommen wir gar nicht hier rein. Der Mitarbeiter ist anscheinend eh nicht hier. Heiler ablehnen. Peiler, hör auf, deine Kartoffeln zu quetschen. Nimm die Hand von deinen Kartoffeln. Hier ist ja nicht. Mann, hör doch mal auf, die Türen zuzumachen! Hier ist ja nicht. Das wiederum ist. Na, aber das wiederum ist. David sein Markenzeichen. Teleportiere mich jetzt dahin. Genau dazwischen? Da. Tut voll mein Handgelenk vom Arbeiten weh. Kannst du mal wieder ablehnen, Peiler, bitte? Mhm. Warum tust du mir eigentlich die ganze Zeit weh? Irgendwie hast du es verdient, so frech wie du bist. Ja, so frech wie du bist. Ich hatte gehofft, dass ich dir so ein 16er Crit reinhaue. Das waren 3, glaube ich, das höchste. Bist du aber nicht mehr lange eine Täuschungsbestie, kannst du davon aussehen. Jetzt berühren wir uns erstmal, Freunde. Nein! Es klappt doch, den Bums hier auszuräumen, oder? Bis jetzt ist doch alles gut. Und das bisschen Schaden an den Zwerg drauf geschissen, Alter. Ich glaube, wir werden danach ziemlich reich sein, wenn wir jetzt auch noch sein Gold suchen dürfen. Ja, Halleluja, oder? Ich glaube, dann können wir uns zur Ruhe setzen. Das kann es doch nicht sein, so. Ich glaube, wir können uns dann zur Ruhe setzen, ja. Interessiert uns nicht, was in der Zukunft passiert. Wir setzen uns dann irgendwo auf einer einsamen Insel zur Ruhe. Lass doch die Höhen kommen. Plan, bisschen bewirten, dass wir überleben, ist doch nice. Kann ich mir vorstellen.
Ich naja, und schau die Boxen uns jeden Tag, ist doch nice. Wir teilen das Geld nur durch drei. Gut, dann bist du halt doch abgestochen in der Nacht, mein Gott. Wer sein muss. Das nicht machen, Jusen, dich ob man doch schon von 3 Kilometern anschleichen, so laut wie. Ja klar, so. Stimmt schon. Okay, ich bin aber vergiss mal... nicht mein Speer, den kann ich 18 Meter werfen. Bringe er mich zurück. Wenn du mit deinem Speer so machst, ey. Mann, du hast gesagt, ich darf Essen machen. Wir sind toll, muss ich, voll zwei muss ich hier, weiß ich nicht. Bringe er mich zurück. Ich spring gleich ohne dich da hin. Ja, mach mal, das ist ja lustig, dann lass mal ihn hier. Guck, wie er rauskommt. Mann, ich kann nicht immer so kacke anklicken. Ich erleide hier Schaden für die Gruppe und ihr macht euch über mich lustig. Willst du noch mehr Schaden allein? Wenn der Runden basiert, los! Trau dich! Wir könnten auch eine kurze Rast machen. Vielleicht erwartet uns irgendwas, wenn wir rauskommen. Dann gespeichert hast du gerade, ne? Ja. Ja, dann lass mich mal kurz mich heilen. Was lässt sich denn heilen? Wenn wir eine kurze Rast machen, brauchst du dich nicht heilen, ja. Ach ja, stimmt, wenn wir. Ja, okay. Entschuldigung. Nappelos. Jetzt bist du ein gebürtiger Nappel, Alter, ganz ehrlich. Und jetzt nochmal speichern, bitte. Nein. Jetzt sind wir wenigstens voll und ready für alles, was jetzt kommt. Da war er jetzt einmal schon. Ah, cool, halt ganz vergessen, bei der kurzen Rast geht mein Arcana Schutz auch wieder hoch, ne? Hm. Das ist crazy, wa? Bei uns ist es auch ein positives Ding. Herzlichen Glückwunsch. Ich jetzt noch nicht einmal schaden. Oh, schade, ich würde gerade so gerne einfach was ins Gesicht hauen. Bist du sicher, Alex, dass du jetzt alles ausgeräumt hast, oder? Ich gehe davon aus, dass ich jetzt alles ausgeräumt habe. Es ist mehr als leer. Ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall. Ich bin oben, Oh, Massenmord, scheiße. Spaß. Boah, jetzt bräuchte ich so einen Echo-Knopf. Echo. Ich meine so, hallo Echo. Ist hier noch Geld drin? Geld hallo drin? Otto. Ich glaube nicht. Nicht. Oder hallo Otto, wäre auch cool. Oh, die kommt zu uns. Hallo Otto, hallo Echo. Oh nee, die haben wieder nur Angst vor mir. Nein, oder hallo Echo, hallo Otto. Ihr seid wieder zurück. Achso, ging es da unten noch weiter? Nein. Links die Tür meinst du? Keine Ahnung. Hier ist nur ein Raum, denke ich. Doppeltür. Achso, hier ist noch eine Doppeltür, ja. Aber ich würde sagen, wir sind hier ohne Ärger, würde ich jetzt erstmal rausgehen. Nee, ohne Ärger? Ohne Ärger. Weil hinten geht's ja anscheinend auch noch irgendwie weiter, oder? Guck mal, hier links geht aber auch hoch, ja? Wo wir gerade stehen. Wo gehst du denn hier hin? Waren wir hier schon? Na, hier sind halt überall Wachen. Also. Na, hier ist der Hafen. Hier sind die alle hergekommen, als wir... aber wir können, glaube ich, irgendwo von außen lang. So. Jusen, zeig mal wieder den Wachen, wie toll du Geige spielen kannst. Nee, die peitschen mich aus. Leid. Hier ist ja gerade so ein Stallwächter gesprungen. Ne. Ich glaube, die wollen dich hier nicht, David. Wieso? Weil der gesagt hat, weg mit dir. Ja. Und? Ist auch so. Dass die Leute auch Angst vor mir haben. Okay. Lass es doch. Jetzt ist so eine kleine Tür, was hier abgeht. Hilfe, Hilfe. Jetzt rennen sie alle weg. Guck mal, jetzt brauchst du nicht mehr anstehen, jetzt sind sie eh alle weggelaufen. Oh, aber die Leute auf dem Aufwerk. Okay, ja, ich gehe ja schon. Niemand mag die Miete. Ey, aber wenn du die alle wegjagst, kann ich das hier alles klauen. Wenn ich will nicht. Glaubt die Wächter, die laufen nicht weg. Die laufen alle. Ich geh mal in einer Etage höher. Mal gucken, was hier so geht. Na los, weg mit dir. Oh. Oder kommt einer hoch zu euch? Kommen alle hoch? Ja, alles gut. Ich kann mich rausreden. Ah, okay. Mich haben sie aber auch angequatscht. Echt? Weil du hier hochgelaufen bist, oder was? Okay, wir sind wieder draußen. Ja, nice. Ich hab uns rausgeholt. Da ist er, da ist er. Was musst du so bezahlen? Er kommt am besten einfach raus. Gar nicht. Ach so, okay. Ab zum Händler. Wo seid ihr?
Hier neben mir ist. Ich bleib hier erstmal kurz und. Neben mir ist gleich ein Händler. So, mal gucken, Jusen, wo der Händler ist. Was für ein Händler? Oder wir lassen Alex da halt einfach hinlaufen. Was? Ich hab doch hier einen Händler. Gut, der dann können wir den Scheiß reinschmeißen, ja. Na, warte doch mal, ist das Go? Wenn er sagt Go, dann können wir es machen. Ja, ich hab's doch gesehen, ich guck doch auf seinen Balken. So viel Geld hat die nicht. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Na, ich versuche erstmal den Scheiß loszuwerden. So. Okay. Dort war hier schon. Dios Lör. Die anderen waren hier oben, glaube ich. Ich muss doch denn trotzdem einen Slot dafür ausgeben, oder? Also es gibt zwei Optionen, die wir machen könnten. Mhm. Einmal hilft den Überlebenden der Vettel, besuche Barons Landhaus. Ist nicht so weit weg von uns. Oder, was auch nicht so weit weg ist, suche nach dem Gold. Glitzeriges Gold. Also du bist Gold, ja? Glitzeriges Glitzergold. Ich würde der Überlebenden helfen. Gold, aber wenn du sagst... Glitzert. Aber was glitzert? Ach, wir hätten noch erfüll den Handel mit... Tantchen Ethel. Das müssen wir auch noch fertig machen. Wir müssen was abgeben bei dieser Braut. Ist auch nicht weit weg von uns. Braut. Braut Crowd? Narette Wanderer. Wer ist Wanderer? Na, die. Ich diese deutsche nicht so gute. Was? Diese deutsche was? Boah, Alter, ey, alle lesen hier. Alle Sachen lesen. Aber du bist der Beste im Lesen. So. Ja, du bist der Einzige, der es kann. Ja. Von uns. Hm. Ganz ehrlich, ich würde gerne lesen, aber schon die ersten Buchstaben machen mir Angst, bin ich ehrlich. Noch. Wenn dann nicht so der Leser. Das ist jetzt alles, will ich nicht. Oh Mann. Aber du bist so der... Alter, du hast echt viele Bücher. Jetzt ist es super. Alter, du bist in der laufenden Bibliothek, kleiner Mann. Ja, sag ich ja. Ich finde ja erstaunlich, dass die Bücher so schnell lesen kann. Ja, ist auch eine Bibliothek. Aldetische Gedächtnis. Der denkt sich, alle fünf Seiten, nur eine Seite lesen ist okay. Kriegt den Inhalt schon mit. Die packen wir noch da. Ich weiß nicht, wo wir die Extra-Larve gefunden haben, aber wir haben eine Extra-Larve, Leute. Oh, in einem Tresor, den ich aufgemacht habe. Ah, okay. So, ich bin durch mit dem ganzen Kram. Warte, ich habe noch was zu verkaufen. Nee, warte, nicht reinpacken, bitte. Jetzt. Okay, okay. Nix reinpacken. Nix reinpacken. Achso, nee, der hat eh kein Geld, hast du gesagt. Nee, ich will jetzt. Ach, der hat eh kein Geld, ja. Achso. Aber ich kann mal gucken, hat der einen Trank, den wir brauchen können? Sonst, was ich einmal gemacht habe, irgendwas Wertvolles von ihm einfach mal gekauft, damit er wenigstens ein bisschen Geld hat und ihn weiter ausbeuten. Das ist ja Quatsch. Ja, ich hatte nur einen Händler, was soll ich denn tun? Dann machst du aber kein Plus mehr, hä? Ja, machst ja kein Plus mehr, das ist richtig. Ja, aber ich wollte erstmal meinen ganzen Stuff loswerden, das war halt der Hauptgrund. Dann kannst du auch wegschmeißen. Nö, wollte ich aber nicht. Ich wollte lieber Handel betreiben. Ich bin Einzelhändler, Dicker. Der Wirtschaftskreislauf ist wichtig. Okay, die hat hier auch nichts. Okay, die beiden haben nichts mehr. Wo ist denn Olle Dame? Ne, warte mal, wo war denn der, wo wir das alles gekauft haben? Warte mal, der war doch hier drinne, der Typ mit der Schriftrolle. Der hatte doch 13.000 oder so. Komm mal her, mein Freund.
schon über 17k. Wenn du Usen seins draufpackst, vielleicht 18. Mal gucken. Ja, Mann, 18k. Ja, der hat 7000. Guck mal. Ich geh mal an. Keine 13, aber 7. Nicht mal die Hälfte. 7000. Ja. Tja, weiß ich nicht, Peiler, soll, brauchst du denn noch irgendwas? Ich gucke sofort. Also, bist du denn mit irgendeinem Ausrüstungsteil von dir unzufrieden? Schuhe. Schüchen. Und könnte auch ein besseres Cape mal sein. Aber alles andere, also Mütze ist Porno, das macht bei mir Sinn. Die Handschuhe sind erstmal okay, aber richtige Schuhe und vielleicht noch ein geiler Ring. Dann wäre ich aber zufrieden. Eigentlich, ja. Mehr hätte ich nicht. Weil dann würde ich vielleicht sogar den Gesundheitsring an Usen oder so abgeben. Immer noch was Praktisches, irgendwas mit Zaubern für mich finden. Oder vielleicht sogar, wenn noch geiler ist, sogar wenn nochmal irgendwas in Richtung Arkanenschutz oder Zauberplätze wiederherstellen. Das wäre natürlich auch gut. Ja, ich muss sagen, meine Ringe sind schon ganz geil, Alter. Einmal Hochbonus auf Char. Aber der würde bei dir halt übel viel Sinn machen, weil du jede Runde... Ja, aber dafür habe ich doch schon die Halskette. Dafür habe ich doch schon das Amulett der Genesung. Ja, aber doppelt hält besser. Ja, aber ganz ehrlich, erstmal Schaden und dann nochmal extra Bewegungsrate. Also kann ich nicht meckern. So, kann ich jetzt nicht mal neue Zauber lernen? Ja, du hast einige Schussrang, glaube ich, bekommen. Oh ja. Oh ja. Da brauche ich schon 3.000, 4.000 für. Ich habe 41.000. Dann muss ich dir das mal kurz aus dem Inventar mopsen. Dann lernen wir erstmal alles. Pow, 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 pow. Wie viele sind es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Oh, so, ich habe jetzt erstmal alles verkauft, was ich hatte. Ich glaube, jetzt könnt ihr mir euren Zeug reinlegen. Ja, nice. Hosemuster. Rindertrank, Rinderhaut. Okay. Ein paar interessante Sachen bei. 13 Stück. So, gehen wir Alex mal das Geld zurück. Und dann ein paar Lücken hier in meinem Zauberfächler. So, Leute. Muss eh mal ein bisschen sortiert werden. Aber falls wir aber mal Geld Not haben, können wir auch Zaubersprüche verkaufen. Die haben wir nicht mehr. Sieht schön bunt aus. War jetzt auch kein Bock, die nach Farben zu sortieren. Also. Zack. See, nice. So. Ich hab dir mein Stuff noch nicht eben, Alex. Mhm. Haut mal rein. 1400 hat er noch. Billo-Kacke. Hat da jetzt nicht alles gegriffen? Jetzt. So. Ja, das war meine Billo-Kacke. Oh ne, David hat da unten noch Billo-Kacke bei sich. Okay, nehme ich erstmal die von Usen. Verkleidungsausrüstung. So was für dich, oder Alex? Nö, nicht unbedingt. Ja, bei den Waffen, keine Ahnung.
Wieso habe ich da so ein Übungsschwert bei mir? Wir haben einen Trank des Gedankengelers bekommen. Schmeißest du Dings? Nee, vorher hatte ich das nicht gehabt. Hat mir gerade irgendjemand reingeworfen. Auch dieses Warpglanz. Gut, das behalte ich mal. Na gut, dann sollte jetzt eigentlich alles wichtig drin sein, würde ich sagen, Alex. Okay. Dann haben wir gleich. Was war die ganze Diebesbeute verkauft? Wo müssen wir eigentlich hin für die Geldmischen? Na, erstmal müssen wir eigentlich den einen Handel abschließen mit dieser Braut da. Den Handel mit der einen Braut? Na, auf der Karte ist es nicht weit von uns, wo wir sind. Bei der erröteten Nixo, da ist eine Quest. Erfüll den Handel mit Tänchen Händel. Also mit der Pirateneulen war das, oder? War das denn nicht? Nee, das ist die alte, die so aussieht wie so ein Waldschrat. Und wenn das. Und wenn das halt nichts bringt, würde ich halt oben hingehen zu dem Gold, wo der mit hin wollte. So, jetzt muss ich ihn mal ins Lager. Unten am Hafen waren wir auch gar nicht so viel. Oder ich zumindest nicht. So gut lang geht, Jusen? Glaube ich doch richtig, ja. Ja, hier oben ist es doch schon. Ihr könnt gerne bei mir mal gucken, ob ihr die Pfeile und sowas alles, die ich da noch im Inventar habe und die ganzen Tränke und so. Könnt da gerne mal durchgucken, ob ihr so, da was haben wollt. Kannst du einmal ganz kurz sortieren bei dir machen? Gleich. Kurz Moment. Ja. Ich glaube, die NPCs parken bei mir. Ah, jetzt runter weg. Die haben sich das erst überlegt. Renn ich nicht. Was mache ich nun? Komm, darf ich ein? So, alles sortiert. Sehe ich. Brauche ich jetzt nie lesen. Lexier der Rindenhaut, das war was für David. Er hat aber Blutdurst. Der Wachsamkeit war praktisch für mich, ne, Alex? Ja. Wachsamkeit wäre für dich, genau. Wegen Initiative und so. Pauline, ich geb dir mal den Quest-Gegenstand Bein, ja? Jo, gib, kannst du mir alle geben, ja. So, Talisman vergeht da noch. Tränke. Alter, Trank der höchsten Heilung hat der Pyderus, Alter, heftig. Was habe ich? Trank der höchsten Heilung, 30 bis 60. Nein, Jusen, den darfst du nicht trinken. Pfeiler versteckt dir. Ich bin ihn gar nicht scharf, alles gut. Ja, nee. Du bist doch hier der Trank-Junkie. Ey, Mann, das ist. Eine Flasche. Wirklich, ist doch eine Unterstellung. Einmal abhängig und dann sowas. Ich glaube, ja, mein Beutelchen ist voll. Ich kann das da gar nicht reinpacken. Oder muss man das im Rucksack packen? Nee, das muss man im Rucksack packen, ne? Ist ja ziemlich nachtragend, finde ich. So, ist alles weg, Jusen.
Blub. So, wollen wir jetzt rein da? Ach ne, Alex ist noch nicht hier, ne? Ne, ich mach grad hier noch ein bisschen... Money, money, money. Action. Da hat er zum Glück gleich aufgegessen. Oh. Ah ne, ich schau, den crafte gerade ein bisschen. Crafte gerade, ja. Der macht ein bisschen Alchemie. Ich komm mal den Mixer an, ne? Ja, Alchemie-Mixer. Okay. Und haut mit dem Stößel. Das war gut. Okay, Wachsamkeit könnte ich ihn mal herstellen, Elixier. Wer nutzt das? Heiler. Mir. Ja, ich habe eins auf jeden Fall drin, aber wir müssen bald eine lange Rast machen. Da habe ich nur noch einen, oder warte, ich guck mal. Ja. Wie sah der nochmal aus? Er kann ja trotzdem die Elixier ja erstmal craften, die wir so brauchen. Nee, ich habe noch einen. Na, das ist halt dieser Hügelberg-Riese auf jeden Fall. Blutdurst. Das genau. Sind so die wichtigen Sachen. Bluetooth kann ich aber leider noch nicht. Wieso denn nicht? Haben wir das nicht, das... haben wir leider nicht die Clown für gefunden. Das liegt eigentlich auch an dir ein bisschen, weil du bist gerade eine Clown-Figur. Warum siehst du es nicht, Alter? So. Okay. Aber verlassen. Gut. Ich habe sortiert, verkauft, gestohlen. Ich bin fertig. Reicht. Alex hat fertig. Kann man noch weiter zur Seite oder habe ich jetzt alle hier drin? So, was wollt ihr jetzt machen? Bin für jede Schandtat zu haben. Die Nixe. Nüxe. Hier unten ist auch noch ein Vorrat, ne? Rechts. Den haben wir auch noch nie entdeckt. Oh, war ja. Neben dem Kontor da so rechts so ein Stück. Wo kann ich mich denn da hin teleportieren am blödesten? Das tat gut und das war lecker. Tja, genau. Lauf ich einfach mal in eure Richtung. Lauf ich in eure Richtung? Ja. Sonst zu Jusen? So, aber du könntest aus dem Vorrat runtergehen. Vielleicht ist da was, ohne dass es Gegner sind. Ne, du läufst schon richtig. Ja, weiß. Ich hab grad was entdeckt auf der Karte und versuch's mir zu merken. Jetzt komm ich wieder kernlich. Der Bienenstock. Ja. Oh, da liegt das. Viktualien und Heilmittel. Fäkalien und Heilmittel? Fäkalien und Heilmittel. Boah, okay, cool. Trank der höchsten Heilung viermal und Trank der überlegenen Heilung. Nett. Nehmen wir mit. So. Das muss ich nicht mehr nehmen. Der weiß nicht, was er machen soll. Lagervorräte. Grimbus. Siehst du das auch, David? Grimbus? Mhm. Nein, ja, na, das haben, ja, das macht er wegen mir. Der kann sich nicht entscheiden. Das haben die, okay. Das haben vorhin zwei synchron gemacht die ganze Zeit. Cool. Ja. Aber ist der nicht vorhin weggerannt? Nee, der ist jetzt ja, der ist zurückgekommen. Okay. Okay, nice. Das ist scheiße. Was soll ich tun? Er kann sich nicht entscheiden, Leute. Oh. Ist er zur Ruhe gekommen? Bin da. Jetzt komm mal wieder her, David. Ja. Was ja. soll ich tun? Ich speichere mal kurz. Jetzt noch ab. Okay, Pala, geh rein und quatsch mit dem. Nach oben war. No.
Okay. Na, das ist doch der hier unten, oder? Ja, der hier unten, ja. Ja. Der, entweder der Zwerg hier unten oder der Barkeeper. Oder? Nee. Mann, ich wollte mit dem reden. Wir müssen durch die Tür. Ah, ne, hier. Guck mal, hier. Bei mir. Hier ist Kellertür. Müssen durch die Kellertür. Aber ich hätte hier trotzdem, also... Ich kann ihm nochmal sagen, dass ich wegen dem Mädchen hier bin, oder ich kann ihn, warnen. Vor Captain Grimmig. Oder ich gehe einfach weg. Wo ist denn die Kellertür? Hier. Einmal nach oben, und dann da so rechts rum durch den Vorhang. Nicht schon wieder? Nach oben? Ja, hier. Jetzt haut er ab. Jetzt hier rein, rechts. Okay, holt er jetzt Wachen? Jusen. Genau. Nice. Hä? Wo seid ihr jetzt rein hier? Da, wo Jusen rein ist. Naja, Jusen ist bei mir. Ja, da. Nee, Jusen ist bei mir. Ja, okay. Wir sind alle da. Okay, nice. Okay. Ne, hier ist eine Tür erstmal, oder? Aber du gehst wieder raus. Auf jeden Fall Arschduster. Ah, okay, das sind die zwei Eingänge, die wir gerade benutzt haben, okay. Oh. Hä? Ist ja auch Verarsche. Wieso schickt uns denn die Quest da rein und wieder raus? Vielleicht müssen wir die Fässer da kaputt machen. An der Wand. Da kommen wir vielleicht weiter. Hier ist eine Nachforschung fehlgeschlagen bei mir an der Wand. Oh, warte mal. Nachforschung klingt gut. Guck mal ran, alle Mann. Ist aber bei mir da hinten an den Fässern. Was stand doch gerade bei meinem Kopf? Wo denn? Explodieren die Feuerwein. Nachforschung. Okay, hier, also hier bei mir, ja. Meinst du bei mir? Ja, bei uns. Das Fliegen benutzen, ja. Komm mal, ja, richtig so Pfeiler lang. Ne, okay. Hä? Herr Alex ist nichts. Na, man kann ja auf jeden Fall durch die Wand laufen, ne? Bei mir war da unten. Würde ich sagen, oder? Warte mal, ich hab so ein Geschenk. Warte mal. Ah, Mist. Hast du noch ein Geschenk nehmen? Ja, auf was, warte mal, auf was geht denn das? Heiler, auf was geht denn Nachforschung? Ah, hier links hat sich gerade irgendwie was. Ich kann hier links durch die Wand kippen. Aber bringt jetzt nichts. Da ist eine Tür unten, ja. Bei den Fässern sieht auch komisch aus. Ah, cool, ich kann durchlaufen hier durch die Wand, Leute, links. Oh, ja, stimmt. Mhm. Okay, das ist chillig. Weisheit. Aber hier müsstest du knacken, Schaulinchen. Wo denn? Hier unten, einfach durch die Wand laufen, ja. Ah, oh, oh, David hat ein anderes Loch gemacht. Oder? Nee. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass das Weinfässer sind, die werden eventuell explodiert. Hab die Tür geknackt. Ja, natürlich. Also war gespeichert. Okay. War David oder was? Hier sind Fallen. Ich habe nicht gespeichert. Nee, es war ein automatisches Speichern. So, hier sind Fallen. Ja. Siehst du die schon, oder? Ja, da hinten sind... Ne, hier vorne. Die ah, Dinge. Okay. Okay, da unterhalten sich schon welche. Naja, da hinten, ja.
Das, oh, das ist der. Aber es, das heißt, es sind keine Gegner. Das ist Kratos, oder? Das ist der Kratos-Typ mit der Maske. Hm, glaub schon. David, okay, kommst du her? Okay, es wird automatisch gespeichert. Okay, aber wir können nochmal extra speichern. Kommst du her kurz, David? Durch die Tür? Dass du da einmal die Fallen vielleicht entdecken kannst? Ja, nice. Watch how you go. There's a trap. Wer will denn mit denen reden? Ich würde mich sonst hier hinten so positionieren, einfach schon mal aus taktischen Gründen, falls wir kämpfen. Nein, das sind Leute, mit denen wir sprechen können. Das sind keine Gegner, alles gut. Nee, wir konnten mit allen Leuten sprechen, aber wir können auch gegen sie kämpfen. Nein, wenn es Gegner sind, dann kannst du sie nur angreifen. Auch wenn du ein bisschen weiter von weiter weg rangehst. Könnt ihr mal die... Ja, und wenn die, sich die, aber einer von euch mit denen unterhält, auch kann Jusen. Ich doch da stehen bleiben. Digga, das war leider schon im Weg. Sorry, es tut mir leid. Achso, wir haben die gerettet. Die wussten hier lang anscheinend. Überleben. Hey, willst du die voll quatschen? Nothing but dirt. Okay, Palakreuz ist voll, ich geh rein. Hübsche Maske. Nice. Ich glaub aber nicht, dass die beiden. Oh. Nee. Die laufen schon wieder weg. Da ist auch noch jemand. Okay. I love you, Auntie. I love you so much. The baby must be getting so big. Keine Fallen mehr? Nee. Hab mich hier langsam vorgetastet, hat er nichts ausgeschlagen. Doch, hier ist was. Hier ist noch eine Falle, ja. Warum rennt die von mir weg? Hier ist noch so ein Seil. Gleich hier rechts neben mir, Charlin. Ja, ich hab's gesehen. Oh, warte. Ist eigentlich hier auch ein Seil? Ja. Es ist eine Falle. Wo ist der Trupp? Hier, rechts neben der Tür, diese Holztür. Ich hab noch eine Truhe, die du knacken kannst, Alex. Ja, hier liegen noch ganz viele andere Sachen rum. Die anderen beiden nicht einsammeln wollen. So, nee, ich dachte, es wäre wieder Diebstahl. Oh, müssen wir hier hoch. Alles klar. So, wo ist, bist du jetzt? Da. Wo ist was? Oh, schon eine Falle hier oben. Da oben, wo Palda steht, hier auf der Wurzel. Auf dem Wurm. Müssen wir eins rüber noch und nach, weiter nach oben. Ja, warte, dann lass mich erstmal springen. Da ist eine Falle. Wo ist wer? Na, diese roten Blumen, die du da siehst. Ja. Da ist noch eine. Ja, Wolkenriesenfinger, nice. Oh, der ist geil, ja. Ja, der ist wichtig. Schaufel, falls du eine Schaufel brauchst. Nö, ich hab 5. Hier ist Arkane Kunde. Oh, da ist eine Truhe. Die ist aber mit Fallen geschützt. Mhm. Ja, kann jemand die Falle hier vor noch entdecken? Ich nicht. Ich wohl auch nicht. Doch! Nee, Verlandschaft. Ja, auch vor allem fehlgeschlagen. Okay. Nice. Boah, das ist drin. Nichts Schönes. Naja, geht. Da hinten sind Wolfzähne. Oder Walkzahn, hier diese. Für Blutdurst-Elixier. Das hier musst du entschärfen hier. Gefährlicher Kessel. Nö, zum Verwenden.
Ja, stimmt. Das Wort für Peiler. Okay, Peiler, falls du willst, kannst du hier gerne mal... Apfel, geht doch mal weg. Nö. Jetzt kann ich ihn nicht mehr anvisieren. Habt ihr den jetzt genommen? Ja, doch. Ja. Ihr Schweine. Das war mein Apfel. Ja. Mein saftiger Apfel. Ja, das mag ich auch nicht. Okay. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Hätte ihr doch das für dich. So. Ne, kann ich nicht mit anfangen. Tut vor Ort hier, glaube ich. Kann da nicht raus drin. Kann Feuerball drauf schießen, wenn du willst. Ja, hau den mal weg. Loser. Gib dir gleich einen Loser. Hoppo. Okay. Quatschen wir hier mit dem Dicken, oder was? Weil er quatscht. Oh, never mind. Nee, ich. Okay. Nee, ich hoffe. Der wollte nicht. Ah. Was war? Hat er mit allen gesprochen? Ich glaube ja. Hm. Okay. Hm. Haben wir jetzt gewonnen? Ne, wir müssen hier durch die Holztür noch. Ja, hier bei Jusen. Geht's weiter. Hier ist ein Hebel. Wir wollen da oben ist, die Kräuterdings. Die Vettel? Der Ethel. Oder Edel, ja. Ja. Wir gucken erstmal hier unten, oder? Wenn wir das Loch jetzt gerade haben. Oder war da nicht weiter? Ne, ich glaube, da das war die andere Möglichkeit, wo wir herkommen konnten. Wo David die Fässer zerstört hat. Ja. Ja. Ups, was? Gelegenheitsangriff? Was? Kann ich hier noch irgendwas klauen? Nö. Oh, da drüben ist ein schicker Pilz. Perlensporenglocke. Heilende Perle. Okay. Kannst du ja auch aufmachen. Ist wohl erlaubt bei ihr. Ich glaube aber, den kann ich nur zerstören. Na ja, und dann einsammeln wahrscheinlich. Oh. Ups. Das mochte die gar nicht. Wer war's jetzt? War's ich? War ich. Okay. Ich hab den Pilz angegriffen. Oh, drei Vettels! Hätten wir vielleicht erstmal mit der quatschen können. Wir hatten die ja eigentlich als Verbündete, die waren. Ich glaube, Line ist ein bisschen weiter her jetzt. Naja. Vier Minuten. Vier Minuten? Na, dann okay noch. Na, dann machen wir nochmal. Also Pilze nicht angreifen. Aber die Truhe da oben, die kannst du auf jeden Fall aufmachen. Ein bisschen Cash und ein Barren und so drin. Silberbarren oder so. Oder was stand da vorne? Gucken wir mal. Mein Knie weh. Ich werd alt, Leute. Leben ab über 30, das macht keinen Spaß mehr. Ne. Es wird auf. Warte nicht auf Fehler hier. Mein Apfel! Lass mich die Walkzahn-Dinger einsammeln. Sehr schön, David. Aber wir haben auch schon wieder vier Parasiten, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir damit noch was machen können. Chicket. Na, brauchen erst wieder 12 oder so, oder 10. Oh.
Tolle macht, Leute. Warum lauft ihr überhaupt? Ihr könnt doch fliegen. So, ihr müsst das. Habt ihr mit dem Körper nochmal gequatscht? Nein, ich bin gerade voll der Holz zu, erstmal wieder. Ja, aber wir müssen doch mit dem nochmal quatschen, oder nicht? Nee. Ach Quatsch, nee. Das hat er reingebracht. Ich hab mit ihm nochmal geredet. Alles gut, ey. Aber war nix. Okay, jetzt nochmal hier speichern, oder? David hat getrunken. Nein. Soweit ist es schon wieder, David? Musst du deine Tabletten nehmen? Dann loot ich erstmal die Sachen, die man looten darf. Nur die Pilze nicht angreifen. Aber Holzschalen und sowas muss ich doch nicht mitnehmen, oder Alex? Oh, das ist eigentlich mehr Gold. Wegen einem Gold? Wie du magst. Doch zwei. Wenn du 100 davon findest, sind es 100 Gold. Ja. Wow, davon da hat findest... einer dritten oder zweiten Klasse ja ganz doll aufgepasst. Wenn du 200 findest, dann kannst du Alex wiederbeleben. Fick dich. Oder umstehen. Beleb dich gleich wieder, Alter. Regale sind schon leer. So, okay. Ne, da oben ist noch einer zu. Der zu sitzen. Okay. Ja, was? Okay. Wer will mit der Vettel reden? Bin schon dabei. Okay, cool. Die hält sich immer für wichtig. Wo stelle ich mich denn am besten hin, dass ich ein bisschen getarnt bin? Falls es jetzt gleich zum Kampf kommt. Kannst du vielleicht Lichter ausmachen? Dann bist du im Schatten. Wirklich. Ich bin gerade im Gespräch schon drin, ich sehe es gerade nicht so. Just on a few. So, alles hell. Okay, wir sind mal zu früh hier. Angreifen, oder? Nein, sondern. Aber dann würden wir Vanra bekommen. Dann könnten wir die Quest beenden. Naja, aber dann müssen wir sie töten. Ich dachte, wir warten, bis sie ausgebrütet ist. Wollte die uns nicht auch noch irgendeinen Zauberspruch oder irgendwie so eine... Lass angreifen. Ich glaube, das hatte ich schon getan. Das Angreifen. Ja, lass sie doch einfach töten. Wir wollten die letztens schon töten. Warum denn hier drittens? Dann aber erst warten. Warum denn drittens? Denn lieber erstens. Nein, drittens. Mal gucken, okay. Was passiert. Okay, stirbt. Okay. Yes. Aber jetzt wissen wir halt wenigstens. Sogar die Pilze. Machen wir die Quest zu Ende. Kannst du die irgendwie lehmen, Peiler? Dass sie erstmal ein bisschen nichts machen kann? Wen denn? Die Hexen. Hier, die Tantchen Ethel. Kannst du die irgendwie lehmen, dass sie erstmal nichts machen kann? Einen Zug aussetzen muss, sag ich mal, so in die Richtung? Könntest du festhalten. Könntest du verlangsamen. Und ich könnte sie blenden. Ja, festhalten ging doch ganz gut. Könnte auch übertreiben und dir einen bösen Blick reinwirken. Deine Augen werden zu schwarzen, zahmen, ja. Dein Blick kann Furcht, Krankheit und Schlafen bei Kreaturen auslösen. Ja, aber trotzdem kann sie sich ja noch bewegen. Das Festhalten, glaube ich, kann sie sich nicht mehr bewegen. Seid euch bewusst, dass wir jetzt einen Double Kill machen? Ja. Wie so ein Double Kill? Mann, die hat das Kind gefressen, um daraus eine neugeborene Vettel zu machen. Wenn sie stirbt, stirbt auch das Kind. Oh. Ah, shit happens. Oh, ganz ehrlich. Ist eine grausame Welt zur falschen Zeit am falschen Ort, wa? Wird wiedergeboren, um das Kind. Als Schmetterling. Ja, richtig, dann wird die Welt verändern. Kann ich mal versuchen, ob wir sie festhalten? Ach nee, geht nicht, oder? Probier, was du kannst. Du kannst gar nicht festhalten. Aber ihre Geschicklichkeit so gut ist wahrscheinlich. Was geht sonst? Blenden? Dann bummst du weg. Blenden würde gehen, aber... Attribute. 50%. Geschicklichkeit ist um 1 verringert. Ich habe Attributsentzug. Habe ich schon drauf gewirkt.
Dann mache ich den bösen Blick, die Schriftrolle. Mhm. Für was habe ich die sonst? Jo. Gucken. Dafür muss ich sogar dicht dran stehen, oder? Achso, kann ich mir noch aussuchen, welchen? Einschlafen? Panisch? Oder mach einschlafen, wenn es geht. Angriffe alle Putzpunkte im Nachteil. Einschlafen, sagt ihr so, ne? Wenn es klappt, wäre geil, dann kannst du keine extra zwei Drian bohren. Würde ich nicht machen. 36%, dass es was wird. Panisch? Panisch klingt auch gut. Glaube ich, steht zu dicht dran. Aber ich kann jetzt von der auch nicht mehr weg, glaube ich. Ich muss trotzdem mit 36 probieren, das ist nicht Schriftrolle, dafür sind sie da. Doch, ich kann noch wegfliegen. Na, ich glaube, die ist eine Fern-, also die hat ja keine Nahkampfwaffe. Deswegen kann die keinen Gelegenheitsangriff machen. Aber warte mal, was stand denn da gerade? Doch, ah, ja, ich muss weiter weg sein, okay. Ich glaube, das ist schon wieder zu weit. Nee. Sollte. Nee, auch 36. Ja, dann mach einfach jetzt. Versuch mal einzuschlafen, wenn es geht. Die beste Chance hätte ich bei Blenden. Dann? Dann kannst dann du halt keine Fernangriffe machen. Ich bin wie gesagt nur für Einschlafen, aber mach, was du denkst. Festhalten geht auch. Ne, verlangsamen ist das. Verlangsamen bringt nicht viel, ne? Ja, doch, verlangsamen ist gut, eigentlich. Ist nicht schlecht, aber einschlafen wäre mir noch lieber, ehrlich gesagt. Obwohl, auf 3 Meter, sie kann, glaube ich, keine Zauber mehr machen. Wird mit dieser... Ja. Oh, oder war das... Ne, das war Blindheit, oder? Ne, Sturm ist das. Sturm ist kein Zauber mehr. Die Bewegungsrate ist halbiert, ihre Rüstungsklasse sowie Geschicklichkeit-Rettungswürfe sind um 2 verringert. Die Kreatur kann keine Reaktionen, höchstens einen Angriff pro Zug und nur entweder eine Aktion oder eine Bonusaktion ausführen. Telekinese geht auch noch 25. Wäre auch nicht schlecht. Wie gesagt, aber schlafen wäre mir am liebsten. Dann kann sie halt gar nichts machen. Also verlangsamt ist nicht schlecht. Mach einfach um Waspeiler, was gute Chancen hat. Oh. Das war's, die besten Chancen, hat sagt er. Ja, das war. Mach das, was du kannst, und dann hau raus. Wenn ich die Stufe höher stelle? Ne, extra. Hat auch geschafft. Und so Nucke, perfekt. Ja. Gescheitert. Oder so. Nice. Ist doch blind. Ist bei Angriffswürfen im Nachteil. Ja, aber die sind halt trotzdem da. Naja, war doch aber klar. Was ist denn da? Was ist mit der? Ja, jetzt kommen die alle. Vielleicht wäre ein Schlaf echt chilliger gewesen. Oh, der ist bei David. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin doch nur Beobachter. Ein Zeitzeuge, nicht aber mehr, nicht weniger. Bäm. Ich hab alles gemacht, du hast null. Was hast du? Natürlich war es auch andersrum. Aber das war ein Fehlschlag, du Opfer. Ah, unsichtbar, du Feigling. Vergift, das hast du, okay. Glück 2. Und unsichtbar, du Feigling. Befehl, Einhalt, was? Aber komisch, dass sie ihre Unsichtbare angreifen kann. Warum bin ich jetzt Einhalt? Warum bin ich denn kampfunfähig? Dass irgendjemand auf mich hier wirkt von denen? Aber du standest neben Yusen, also maximal hast du die Säure abgekriegt, aber... Okay. Habe ich sonst nicht mitbekommen, vielleicht hat sie auch noch was anderes gemacht. Okay, also ich kann auf jeden Fall nicht schwarm. Und dann ist David. Da oben sind zwei. Nicht. Na, soll ich mich zu der Eulen hin teleportieren? Dann kann ich die auch noch schlagen. Jo, nimm den da mit. Ja, mach ich ja.
Gucken wir mal, wo ich lande. Hä? Warum darf der mich angreifen? Tja, der hat sich mit dir teleportiert, so sah das gerade aus. Ne, das habe ich aber mit Absicht gemacht. Kampfrauschen. Fängt Bärenherz geil, wahrscheinlich. Wenn du da noch weg könntest, dann könnte ich dich vielleicht. Ah, okay, der darf mich wahrscheinlich. Ja, der darf mich wahrscheinlich angreifen, wenn ich ihm Schaden mache. Okay. Greif mal den an. Gilt wahrscheinlich nur für Nahkampfangriffe. Wenn wir den mit Fernkampfangriffen oder Zaubern angreifen, dann sollte das eigentlich in Ordnung sein. Ja, wegkommst du dann nicht? Warte, er wird schaden. Ich guck gerade, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Oh, ich kann nächste Runde Rückzug machen. Mhm. So, ja, das ist auch noch da. Scheiße. Ich kann doch erstmal Dorn auf die draufhauen. Oder da unten. Also, die hinten in der Ecke steht bei den Pilzen mit dem Bogen, ist Captain Grimmig, ne? Wir müssen auch diese. Wir müssen die Pilze als erstes töten, ne? Diese Pilze sind durch ihre böse Magie mit Tantchen Ethel verbunden und halten sie am Leben, bis sie zerstört werden. Oh, okay. Also heißt du gleich Pilze kloppen. Ja. Aber die haben 55 Energie, ist schon nicht schlecht. Ja. Vielleicht noch ein bisschen drumrum alle töten. Also User und ich sollten uns noch ein bisschen um die anderen Typen kümmern, die hier so drumrum stehen. Ich würde sagen, Pilar und David kümmern sich um die Pilze und wir versuchen erstmal die abzuhalten. Ja, naja, sag ich ja. Okay, dann sind wir einer. Okay. Na gut. Dann kann ja einer von euch erstmal den machen und ich mach den hier auf der Ferne. Stimmt, hier ist auch einer. Achso, ich darf wieder, okay, nice. Also hinter uns dieser Pilz, kriegst du den oder wollen wir angreifen? Ja, ich würde vielleicht den neben David machen, da den Typen, der mit Kampfrausch und Bärenherz. Ja, mach dort. Der ist ja ein bisschen. Aber achso, pass auf, der greift dich, glaube ich, an. Nee, nicht mit Fernkampf. Achso, ja, in die Stunde, wenn du Fernkampf machst, ist richtig. Befallen von Bosheit. Das heißt Bosheit. Aber Bosheit ist doch ein extra Boost, oder? Alex packt seine schwarze Seele aus. Ja. Tja, nö, aber eigentlich bringt mir das nichts. Den Pilz kannst du auch nicht angreifen, oder? Ich hab doch den auch. Da jetzt schon angegriffen. Achso, ich dachte, du kannst du noch könntest, mal. Du könntest da zu der Eulen gehen, die ja bei dem Pilz steht. Dann haut die dir vielleicht nicht gleich einen Pfeil hin von hinten in die Fresse. Kann ich machen. Und sie kann dich abhauen. Ja. Probieren wir das. Ah, der Übelkeit. Nice, die ist weg. Badische Inspiration, ja. Oh, das ist böse. Die Pilze sind auch dran, cool. Naja, die halten die am Leben halt, ne? Dann fliege ich mal ein kleines Stück. Haben die denn Schwachstelle? Resistent gegen Gift und physischen Schaden. Mhm. Sehr gut, dass ich Feuer dabei habe. Psychisch, Digga, nicht physisch. Psychisch, ja, sorry. Wie gesagt, Feuer, Blitz, alles wunderbar. Oh. Naja, ist halt die Frage. Naja, soll das langsam oder soll das schneller gehen? Naja, nicht so einen dicken Flächenzauber. Mach Einzel. Ich hatte die Feuersträhle gemacht, aber da habe ich auch nur noch eine Stufe 3er. Naja, dein Feuerball gehen. Macht doch auch 30 Schaden. Kann er. Probieren wird. Ja, ist in Ordnung, Digga. Ein paar Züge. Oh. David? Steckst du weg oder nicht? Ja, klar. What? Ja, ne, brauchst du nicht alle, dude. Bin noch voll. Der kriegt nur auf die Fresse, der Junge.
Ist der jetzt geschlachtet oder nicht? Er hat nur noch drei. Na komm, gib mir. Versuch mal einfach. Ja, nice. Ist auch noch in der Gestalt. So gut. Fluch des Bedauerns. Okay. Alter. Okay, konnte ich keinen Gelegenheitsangriff machen? Schade. Ja, Captain Grimmig, Alter. Die packt aus, Digga. Okay, die geht beinahe durch. Oh. Alter. Oh, nice, sie ist auch sind hier. Die alle da. Ah, scheiße. Okay. Das war's dann wohl. Na egal. Ich sollte vielleicht doch eine dickere Attacke auspacken. Es muss wohl ein bisschen schneller gehen, wenn wir das schaffen wollen. Eulenbär. Wenn die alle jede Runde immer einen von uns angreifen, dann ist einer immer fast tot. Außer wir kriegen sie nach und nach jetzt so ein bisschen platt. Hä? Der packt schon wieder die Terror-Eule aus. Ich habe ihm gar keinen Schaden gemacht, warum darf er mich dann angreifen? Weil er in dir steht. Oh, genau, ne? Er kann genau in dein Gehirn gucken. Yuzen killt den Captain. Lass den Captain doch am Leben. Jetzt ist er tot. Nein, da muss er immer was machen. Oh, da war noch einer. Gib's den Pilz, Alex. Das Workout. Wäre eben Nachteil gewesen. Ich will hier ein bisschen mitmischen, was geht ab? Der Eulenbär sah so ein bisschen alleine aus. Ah, okay. Warum bist du in die Dorn jetzt gesprungen? Weiß gar nicht. Wenn wir die Pilze nicht kaputt machen, können wir auch die Olle nicht, aber nein. Genau deswegen bin ich in die Pilze gesprungen. Ah, die heilen sich wieder hoch. Also die Pilze. Wir müssen zusammen die Pilze angreifen. Ja. Alle zusammen müssen wir so einen Pilz angreifen. Aber dann lass uns erstmal die drumrum fertig machen. Ja. Sonst greifen die uns immer alle jede Runde an. Und der Badische, der hier alle. Ja. Heilt und also so. Genau, den Baden und den Typen hier mit der Maske. Alter, der ist ja fast gegen alles resistent. Ja, ja, den müsst ihr wohl. Ja, keine Ahnung. Naja, du machst Feuer. Du musst von Entfernung dingsen, weil wenn wir im Nahkampf angreifen, ist halt scheiße. Genau, und du machst Feuerpeiler, weil du. Wenn der Jusen da jetzt nicht reingesprungen, hätte ich einen Feuerball draufschmeißen können. Mach trotzdem Feuerball. Kannst du doch. Ja, mach trotzdem, ja. Ich glaube, die Ranken fangen an zu brennen. Ja, ist okay, ich werde es überleben. Ich treffe auch Jusen. Ja, ist egal. Hörst du mich? Er ist mir egal. Okay, na dann. Ja, nice, der Knecht ist weg. Oh. Leck da weg wie eine echte Frau. Ja, alles gut. Alles gut. Will ich immer köpfen und schaff's nicht. Ah, nö. Null. Lächerlich. Ah, nö. Drei. Lächerlich. Ja, mach mal. Warte. Wieder zurückgeschubst. Schubst du den denn weg? Oh. Ja, weil ich da hinten zu dem Pilz will am liebsten. Kannst du noch ein Stück weglaufen? Nee, kannst du den mal umboxen? Kannst du den irgendwie machen, dass er liegt? Den vor mir? Ich würde gerne hinten zu dem Pilz rennen und den angreifen, den Pilz. Nee, jetzt bist du davor die Runde hierher gesprungen. Jetzt mach doch erstmal die. Nee, den ich gerade weggeschubst habe. Wenn du den killen könntest, wäre mega.
Kommen wir nicht ran, der ist ja zu weit weg. Wenn du nur kurz springst, dass er link sein könnte. Jusen, wir haben uns doch gerade darauf geeinigt, dass wir die Pilze nicht angreifen einzeln. Richtig, aber ich dachte, wir greifen jetzt alle den Pilz in nee, unserer Nähe ja, an. Nee, wir haben mir gerade gesagt, dass wir erstmal die drumrum fertig machen. Okay, aber die werden ja auch immer wieder geheilt durch den Pilz, oder nicht? Nee. Nee, nur sie. Und die Pilze heilen sich. Ist er tot? Nice. Leider nicht, aber er liegt. Nee. Aber ich kann. Na, jetzt bin ich nicht mehr im Vorteil gegen ihn. Kann noch ein Stück rangehen, vielleicht, oder? Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Den hast du weggeschubst, Jusen ist nervös. Aber Eddie, die fühlte Bier war schlecht. Hä? Ich bin eine Katzin. Wieso hast du versucht, die Hexe zu töten? You cost me. And you hag. Ja, geht mit dir, also warst du eigentlich schuld. Okay. Arschen? Ich hab gedacht, man muss die Pilze erst platt machen. Wir hätten sie auch so platt gemacht. Oh, der Kampf geht noch weiter. Ja, wir sind noch im Kampf, Pylos. Okay. Nicht zu früh vorhin, habt ihr ja recht. Die steht bestimmt jetzt gleich wieder auf, wenn die Runde vorbei ist. Kann sein, dass sie belebt wird, ja. Warte, Jusen. Ich kann weggehen, ohne dass er mich angreift. Nee, warte. Oh, jetzt kannst du. Kannst du noch ein Stück zu. Oh nee, warte, bleib einfach stehen. Ich kann auch werfen und wohin. Bleib doch einfach kurz stehen. Hat doch David gerade gesagt. Ja, aber ich meinte, ich kann auch werfen, ich habe nur eine Aktion frei. Ja, die Raken sind eh nicht gespawnt. Komisch. Ich habe noch einen Nebenangriff. Na dann mach, greift ihn noch an. Naja, das war ja gerade die Frage, ob David da jetzt fertig ist. Ja, die Ranken haben nicht funktioniert. Ja, die Dawn meine ich. Er ist tot. Das heißt, bleiben wir immer noch die Pilze. Kann deine Dreale da mal weggehen? Bitte werf nicht den Speer, nein. Doch, ich würd gerne den Speer dahin werfen. Na, die heilen sich doch aber die Pilze, Jusen. Das hat, ja, macht gar keinen Sinn. Außer du machst jetzt 55 Schaden. Ja, die heilen sich um 100, die Pilze. Kann passieren. Nauze. Na, okay, ich warte. Gegner gibt's jetzt nicht mehr, die rumlaufen, ne? Nee. Erstmal nicht. Ich geh schon mal ein bisschen näher zum Pilz. So, und die Pilze, spawnen die jetzt? Ja. Die ist wieder Kattchen, da. Ja. Boah, so. Mit vollem Leben sogar, mies. Genau, jetzt sind ja wenigstens die anderen nicht mehr da, jetzt können wir die Pilze nach und nach angreifen. Okay. Aber wir müssen sie halt alle zusammen angreifen. Ja, genau. Also aber Pallet, kannst du mal jetzt nochmal versuchen, sie einzuschläfern? Das wäre chillig. Nee, wir machen jetzt alle zusammen den Pilz usen. Okay. Ich dachte, das wir sein. Brauchen den Schaden. Aber guck mal, wir haben Eulenbär, der dreimal angreifen kann, zweimal, du nochmal. Ich glaube, da ist so ein Piss auf jeden Fall weg. Na dann fang doch an, dann mach ich die Aktion zuletzt. Nee, oder geht so, ja nicht. Du, Peiler ist ja jetzt als Erster dran. Stimmt. Gut, das wäre nur meine Überlegung. Sonst greif schon mal den Pilz an, wenn die Crowd dafür entscheidet. Wir können noch safe machen. Vielleicht kriegen wir ja sogar zwei Pilze in einer Runde. Oh, jetzt ist sie davor. Na, die hat... Dann geht doch drum herum. So. So, wer will zuerst angreifen? Warte, ich kann reinspringen. Kann die Dreale erstmal irgendwas machen und ein bisschen weg da weggehen? Obwohl, die kann, glaube ich, einen Rückzug machen. Dann kriegt sie, glaube ich, eine Schelle von ihr, oder? Ne, mit Rückzug nicht. Ah, die hat keinen Rückzug. Okay. Aber ich kann den Pilz angreifen. Dann greif den Pilz an. Ja, mach den Pilz, so.
Dann ist er wenigstens noch zu was gut. Ja, nice, 21. So, und jetzt brauche ich im besten Fall ein. Obwohl, den kann man ja. Nee, das. Meine Jusen steht zu nah dran. Na, mal hoffen, dass ich sie nicht töte. Oh, hast du nicht mal getroffen? Ja. Nein, der Pilz ist weg. Im Ding. Nice. Jusen, dann machen wir beide jetzt den Pilz da hinten zusammen. Welchen? Hier hinter uns. Ich seh ihn da hinten, okay. Du kannst ja deinen Speer da ein paar Mal drauf schießen. Er kann direkt dahin fliegen. Gut, der hat noch 22. 13? Mehr kann ich nicht. Dann wird er sich gleich wieder hochheilen. Ja, das ist es halt. Aber ich kann mich jetzt verstecken, dann mache ich vielleicht mehr Schaden in der nächsten Runde. Mal gucken, was sie dann tut. Jo. Ein hat sie sich immer, wenn sie eine Schelle zurückkriegt, ja. Eine Illusion habe ich weggemacht. Sich erhält. So, soll ich wieder am Feuerball drauf schießen? Ja. Anscheinend brauchen wir deinen Schaden. David kann sich ja da hinten ein bisschen vergnügen. drei Ladies. Ja, reicht. Ich glaube, das reicht denn. Okay. Oh. Dann immer mehr. Jetzt sind es vier. Schlachten den Pilz. Kannst du noch ein bisschen zurückgehen, Charlie, bitte? Danke dir. Dürfte ich eigentlich nicht treffen. Nice. Weg. Ich ist er. Der letzte ist wo? Da hinten. Ganz hinten, ja. David springt hin. Vielleicht kann David die ja. Kann ja den. Ja, erst nächste Runde leider. Ja. Aber du könntest. Du schaffst den doch vielleicht alleine, oder? Vielleicht so ja mit Pilar zusammen, wenn der da hinfliegt. Ja. Vielleicht kümmern wir uns um die Otto, oder? Genau, dann können wir uns nächste Runde. Vielleicht schon um die Olle ein bisschen kümmern, ja. Okay, wo soll ich mich schon mal hinstellen für die nächste Runde? Weil ich kann doch mal irgendwo hinfliegen. Naja, so nah wie möglich schon mal hier ran. Kommst. Ja, hier so. In die Reichweite. Ah, Alter, mein Baum steht die ganze Zeit noch vor der Tür. Vergessen mitzunehmen, wa? Ja, eigentlich läuft der ja automatisch mit. Ja, nicht immer. Oh. So, was machen Jusen, oder? Ja, ich bin fertig. Die Real ist noch dran. Achso. Achso, ja. Sind alle schon Mädchen? Der will nicht mehr auf die Dryade wechseln. What the fuck? Der Baum hängt hier hinten fest. Ich hänge beim Baum hinten fest. Kannst du den trotzdem einfach Super End machen? Es geht ja nicht, weil ich das Menü von dem Baum unten habe, oder?
Nee. Kannst du vielleicht noch mit den Eulenbär nehmen und einfach die Verbindung lösen? Oder den verschwinden lassen? Nein, das Problem ist, dass ich unten nur noch das Inventar von dem Holztypi habe. Es verändert sich unten die Leiste bei mir nicht. Naja klar, weil du ja immer noch auf dem Holztypi bist und nicht auf deinen anderen zwei Charakter. Genau, aber ich kann zu den anderen nicht wechseln. Er zoomt ja hin, aber es geht nicht. Wenn du oben die Leiste machst? Immer alles. Bei mir seid ihr jetzt auch aus. Jetzt hat's neu geladen. Okay, jetzt. Ist das jetzt drauf? Na scheiße, ich bin zu weit weg. Sehr gut. Mama. Gut. Kommst du bis hierhin, Peiler? Mhm. Dann knatterst du da hinten was drauf und dann sollte das reichen. Ja, 16, nice. Und sollte ja jetzt David schaffen. Wolle kommt dir hinterher, mein Freund. Und hüpf! Boah, die Kamera. Nice. Pilz ist tot. Pilze sind weg. So, jetzt kriegt die Alte aufs Maul. Boom, bitch. Breathe quiet. Move with care. Jusen? Lächerlich. Vielleicht reicht das. Mir wurde doch gerade Alex sein Symbol angezeigt, oder? Und trotzdem habe ich den Angriff gemacht. Wir sollten uns die psionischen Rückschläge aufbewahren. Also, dass das nur einer macht. Das reicht. Die kommen doch eh immer wieder. Aber in dem Fall hast du recht, ja. Weil es reicht nur ein Hit, ja. Aber die machen dann keinen Schaden. Weißt du? Okay. Nee, du hast schon recht, man muss bei den Gästen nur einen Schaden machen, das reicht schon, ja. Da reicht ein psionischer Rückschlag, ja. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie man das wieder zurückstellt, gerade aus dem Stegreif. Nee, du sollst das nicht zurückstellen. Du musst einfach nur auf nicht reagieren drücken, genau. Statt auf den Strings. Genau. Der geht nicht, ich habe auf Automatik. Der macht immer gleich bei mir. Peng. Ja gut, aber dann... Ja, dann wählen wir halt nicht aus, dann machst du halt den automatisch und dann ist gut. Müssen wir doch nur wissen. Richtig, richtig. Fehlschlag! Nice. Okay, wer fängt an? Hab ich. Okay. Was jetzt? Minus 100. Haben wir gerade bekommen. Wofür? Stand über unseren Köpfen, minus 100. Okay. Initiative. Also minus 100. Hier, ich glaube, da ist nichts. Nichts schlimmes. So. Wer hat sie gelootet? Was haben wir bekommen? Ich. Trank des Engelsschlafes. Glaube ich. Und ein Ring. Gut.
Ah, jetzt ist die Vettel auch endlich weg. Lange überfällig. Okay. Aber interessant, in der Story habe ich nicht gewusst, was sie mit der Frau macht, aber jetzt weiß ich's. Dem ist das Kind irgendwie in sich auf, anscheinend irgendwie auf, denn. Ja, für eine neue Vettel, ja. Schon krass. Endlich mit dem großen Loch hier bei ihr. Die Vettel aufheben und in der Kiste packen. Kann Jusen da mal reinhüpfen? Nee, das möchte ich nicht. Nicht mehr. Müssen wir hier runter, oder was? Ja, spring mal rein. Schreib von unten, wie tief ist es. Ja, tief. Weil er schickt ein Feuerball hinterher, damit wir ihn auch sehen. Kann er sich ja dran versuchen festzuhalten, ja, genau. Wenn er sich die Finger nicht verbrennt. So, dann sind wir jetzt hier unten durch eigentlich, oder? Gibt's hier noch irgendwas? Ich denke auch. Ich glaube, alles weg. Frau ist tot. Können wir hier wieder zurückgehen. Wollen wir da oben schon? Ich hätte sie nicht angegriffen. Kellertür? Ist jetzt so. Weiß gar nichts. War von der Kellertür gekommen oder von der, wo du da stehst? Alex. Bitte? Nochmal? War aus der Kellertür gekommen oder? Wir waren bei beiden Seiten schon mal. Ja, das führt doch beides wieder ins Schankhaus. Ich glaube, es ist egal, welche Tür wir nehmen. Okay. So, soll ich dem das jetzt erzählen? Wo ist denn der Barkeeper? Dem würdest du das... Ja. Dem würdest du das jetzt verklickern? Na, das mit, das hier... Wie hieß er vorhin? Mit V? Vettel. In, genau, tot ist. War nah. Hier im Bauch. Aber der ist vorhin rausgerannt und seitdem sieht es hier ein bisschen karg aus. Nee, da kommt er. Oh, nice. Boah. Man könnte nachfragen, wie sie gefangen wurde, sich entschuldigen oder ihm auch noch sagen, dass da der Captain vorhin war. Wir vier. Wir die gekillt haben. Ich bin auch für vier, ja. Wenn es sein muss. Wir sind gemein. Und jetzt, also, Leute? Auf, wie viel Kohle hatten wir? Viel. Fast 800. Oh. Und nur Essen hat er noch drei. Nur Essen? Keine Tränke, keine nichts? Nein, aufgeschissen. Ja, dann kommt er Richtung Alex zu mir. Alex, den Spaß eigentlich mehr, oder? Hier geht's weiter. Ich geh erstmal kurz Pipi, bis gleich. Du kriegst genauso viel wie ich. Okay. Unten und rechts. Silberbarren und Diamanten kann man eh alles verkaufen. Jo. Achso, da beziehen sich die Rabatte denn nur auf die Sachen, die man kauft, quasi bei den Typen. Genau. Na gut. Ja, nice. Ah, so. Haben wir da... die Olle ohne Geld. Oh, habt ihr ja gerade alle plus 50 Sympathiepunkte bekommen. Wo sind meine Punkte? Du kriegst keine Sympathie, du bist ein Eulenbär. Ganz froh sein, dass du hier nicht durch die Stadt gejagt wirst.
Ich bin viel sympathischer für dich als du. Was, Geld haben wir jetzt immer noch nicht, ne? Nur weil du fettes Fell hast? Fettfell? Fettiges Fettfell? Fettos Fellos. So, was machen wir denn jetzt? Wir könnten jetzt, hilft den Überlebenden der Vettel oder oben rechts Grabsteine, untersuche die Morde. Wir können auch hier bringen Rackards Gold zurück und die hohe Hafnerin. Das ist beides in derselben Quest hier. Neben Glitzer, Gala, wo Jusen neben steht. Ja, deswegen kommt doch erstmal zu mir. Ich stehe schon da, wo es weitergeht. Was lässt euch denn so viel Zeit? Leute, hallo. Ja, Test, Test. Hallo. Hallo. Achso, du bist doch im Haus. Hallo. Hallo. Oder was? Was? Nee. Hallo. Jusen ist nicht im Haus. Hallo. Kann ich Jusen den Kopf abreißen? Hallo, ist da jemand? Hallo. Kann man Jusen einer das Mikro wegnehmen? Hallo. 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 Ist da jemand? Hallo. Hallo. Und hier geht's weiter, oder was? Ne, ja, das mit dem Golf, wo David hin wollte. Na, hier, in den Schacht, ja. Den Zaun. In den Schacht müssen wir rein hier. Gullideckel. Ich bin drin. Hier waren wir schon mal. Ja? Ja, stimmt. Wo müssen wir hin? Und wir haben Mimsi nicht gefunden. Kanalisation. Kanalisation. Ganz rechts ist die Quest. Aber. Ja. Ah ne, warte mal, das ist mit den Morden. Ja, ist das nicht gut? Sprich mit. Nee, wir wollen ja. Wir suchen ja jetzt nach Mimsi und nach dem Gold. Ja, alles klar. Du bist jetzt schon da drüben bei der Stadtkanalisation. Ja, runtergelaufen, ja. Da geht's. Da ist noch unerforscht, wa? In der Ecke, ja. Okay. Ich hab hier drüben ein Mädchen gefunden, Ihr standet gerade noch die ganze Zeit bei mir, obwohl ihr da hinten rumgelaufen seid und erst wo ich losgelaufen bin, seid ihr weggeploppt. Ist auch toll. Drüben ist ein Mädchen. Arabella. Ah, ich kann die ganze. Bei mir funktioniert das Untersuchen nicht mehr. Ich hab da einfach nichts auf. Ja, oder wie in der Wolfgestalt einfach. Was für ein Wolf. Nein, das hat ja vorher auch funktioniert. Bist du sicher? Ja, ich kann ja nicht mal dich untersuchen. Gott sei Dank. In einer Cutscene? Sie ist intent on examining a peculiar stone that she is un. Hey! I had a feeling you'd show up. It's sort of our thing. Like it's fate or something. Check out the stone. It's magic. Incredible, right? Mhm. Hier, Tenz. Deine Untersuchung ist auf deiner Seite. Oh. Arkane Kunde, ja. Oh mein Gott. Minimum eine 8. Hey! You are flooded with memories of the distant past. Creatures slain, lovers reunited, spells crackling through the air. The stone holds records of all who have passed by it.
Arabella is collecting them. It's as natural as breathing for her. And I've only scratched the surface. I want to know everything. Bone Man was right. The Weave will take care of me. I just need to listen. Bandits came at me with daggers. Yeah. They didn't know who they were. Warum trägst du keine Maske? Yep. And I like it that way. Bone Man told me to follow the Weave, to let it guide me. I've learned a lot thanks to him, and I'm still learning. Don't worry about me, I'll be just fine. I'll see you soon enough. Bone Man said so. Na klar, wenn er das sagt. Dann glauben wir ihm mal. Ist eigentlich böses Wasser? Mhm. Wie trinkt man davon? Hab ich schon. Und wie schmeckt's? Nicht gut. Bei David dann auch unten, wo seine Dudes stehen, geht's weiter? Oh, bei Alex. Ah, oh, meine Hälfte. Ich würde sagen, wir müssen mal ganz nach rechts, da wo die Quest ist. Auch wenn es jetzt nicht die ist, die wir machen wollten, aber ich kriege wenigstens Punkte. So, mit der Ratte reden hier. Du kannst doch mit der Ratte reden da. Ich rede da. Ich kann das vielleicht besser. Ja, stimmt, Ollenberg kann schon mit der Ratte reden. Ich will nicht mit mir reden. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen irgendwie. Ja. Den Gedanken hatte ich auch. Aber darunter müssten wir noch, ne? Naja, entweder darunter, jetzt hier links, wo Jusen ja, gerade läuft. Oder halt oben auf der Karte geht's, glaube ich, noch weiter. Wo du letzte Mal warst, Peiler. Kannst du dich erinnern da? Bei diesem. Nö. Oder nicht mehr. Oben auf. Wenn du bei der Karte bist, oben. Da gibt's zwei Stränge, sag ich mal. Einer rechts, einer links. Und links sieht so aus, als ob der da noch weitergeht. Ist da oder was? Ja. Würde ich sagen, ja. Glaube, das sieht am vielversprechendsten aus. Aber wo Jusen hier lang läuft, da waren wir alles schon das letzte Mal. Da liegen ganze Leichen, ne? Naja, ich dachte vielleicht hier links, wo da ist noch so eine Kanalisation oder so hier. Also obwohl, über... hier ist eine Wand, die man einreißen müsste nur. Da könnte man hier rein. Wo ich gerade bin. Mal dann reißt du ein. Aber das ist untersuche die Morde, ne? Bei dir da. Ja, wie gesagt, das ist nur noch Erfahrungspunkte. Und wir können ja auch eine Quest weitermachen, oder nicht? Wenn wir schon hier unten sind. Na, wir machen doch gerade eine Quest, Jusen. Wir suchen da. Wir suchen das Gold und diese Mimsi. Jetzt müssen wir hier gar nicht lang. Kommen wir nicht rein, ne? Ne.
Na, ich würde sagen, das geht oben weiter auf der Karte. Wie kommen wir jetzt wieder am schnellsten raus? Einfach wieder zurück. Steht höher. Jusen, kommst du? Ja. Also wieder hochklettern, wa? Weiß nicht, ob es hochklettern. Sollen wir mal gucken. Na, hier aus dem Gunni, dachte ich. Nee, nicht da. Nee, nicht aus dem Gulli hochklettern. Weiter die Karte hochlaufen. Ach, oben links da. Ja, okay. Oben links, genau. Hier weiter. Da war doch Pyler letzte Mal. Wo wir noch gekämpft hatten und er gesagt hatte, da geht's weiter. Ja, ja. Genau. Hier liegt doch noch ganz viel Zeug rum. Oh, loser Stein. Ach stimmt, hier sind die toten Glibber. Daran kann ich mich jetzt wieder erinnern, an die Glibber. Aber wir hatten mal nicht alles gelootet, warum sind wir da rausgegangen? Nee, du warst hier alleine. Und wir hatten da hinten schon gekämpft. Ach so, ach so, ach so. Zumindest glaube ich mich so weit, wie daran zu erinnern. Und dann hast du das hier erstmal sein lassen. Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal durch. Das lassen wir aber erstmal. Oh, okay, da ist also hier unten, wo ich herkomme, da geht's auf jeden Fall auch schon mal wieder weiter. Ist ja bloß die Frage, wollen wir jetzt hier den Hauptweg weitergehen? Oder wollen wir da unten erstmal runter? Wo ist denn Leute? Unten? Hier ist erstmal ein Portal, da können wir uns hier. Wo bin ich jetzt? Hier ist unten. Na, da waren wir doch schon. Die Karte ist da aufgedeckt, Pfeiler. Echt? Ja. Bei dir nicht? Oh. Doch, aber... Ah, die Perspektive ist das, weil wir aus der anderen Richtung gekommen sind. Alle klar. Wir sind ja gerade hier nur so im Bogen. Ja, Habt ihr Orientierung jetzt, glaube ich, wieder mal gefunden. Mit den da quatschen? Wen kannst du quatschen? Da ist ein Typi. Der Treppe, ja. Jo, ich will mit dem quatschen. Oh nein, nein, da stimmen wieder alle. Ja, speicher mal. Sicher ist sicher. Oh. Na dann, achso. Dachte Pyler spricht jetzt mit dem. Ich wollte an die Kiste. Achso. Dachte Pyler spricht jetzt mit dem, mit sicher ist sicher. Der Büßer blickt dich schweigend an. Erwartungsvoll. Wollen wir handeln? Ja, warum nicht? Immer wichtig. Ihr habt einen Laden, oder? The penitent doesn't respond, holding your gaze almost unblinking. Ich mal Hallo gesagt oder ein Wort gewechselt, aber als nee, erstes wollen wir handeln. Nicht klar. Das ist immer wichtig. Er lächelt! Okay, er will handeln. Oh, siehst du, er handelt. Alter. Kommt alles, was gut ist. Alter, ja. Achso, willst du ein bisschen Stuff haben? Ah, wartet mal. Zum gucken. Verkaufen? Rage im Mark. Wenn du im Kampfrausch bist, müssen feindlich gesinnte Kreaturen in einem Radius von 3 Meter einen Weisheitsrettungswurf bestehen. Oder sie erleiden 2-8 psychischer Schaden. Bei Erfolg erleiden sie den halben Schaden. Also sie erleiden immer Schaden. Immer Schaden, ja. Sobald Jusen im Kampfrausch ist, das ist ein Helm. Okay, das ist nice. Cool. Ja, ist schon nice. Okay, Rüstung des Mondbarts, leichte Rüstung. Vielleicht für dich, Pyler. Du erhältst 22 temporäre Trefferpunkte, wenn du Tiergestalt gewirkt hast. Ah, nee, für David. Das ist David wäre das ja. Du erhältst 22 temporäre Trefferpunkte, wenn du Tiergestalt gewirkt hast. Solange die temporären Trefferpunkte aktiv sind, verringern sie jeden erlittenen Schaden um 1. Mondbestien Ausdauer. Du hast einen Bonus von +2 auf deine Rüstungsklasse,
Außerdem bist du bei Rettungswürfen gegen Zauber im Vorteil. Der Effekt hält an, solange du deinen druidischen Tiergestalt-Attribut verwendest. Der ist richtig OP. Der ist richtig OP? Ja. Vielleicht kann ich den mehr beklauen. Okay, und es geht schon wieder los. Ich speichere, machen wir alle Türen zu. Schade, dass wir Alex dabei nicht zugucken können. Ja, wirklich. Ja, das ist episch. Das ist immer so episch. Muss man die sehen haben. Ich würde das schon gerne sehen mit dem Würfeln. Und dann müsste er nicht alles so vorlesen. Dann könnten wir es auch noch sehen, weißt du? Und schon mal gucken nebenbei. Ich guck gerade noch, was der für Alchemie-Sachen hat. Kurzen Moment. Die Alchemie-Sachen, die klaue ich nicht, die kaufe ich alle. Aber auch verkaufen, oder? Willst du mal die Sachen haben jetzt, oder zum Verkaufen? Lass mich erstmal die beiden Sachen da klauen, weil das ist sonst zu viel. Das hier ist okay. Okay. So, kannst du nochmal kurz speichern? Guck auch nicht hin, Alex. Mist. Hatte ich erwischt. Okay. Ja, nochmal neu laden, bitte. Na, oder wir töten ihn jetzt und gucken wir mal, ob wir die Sachen von ihm kriegen. Okay, lass mich zuerst angreifen. Okay. Mach die erstmal. Ja, beide Sachen sind drinne. Und sein Gold ist auch drinne. Perfekt. Und ich habe vorher das Zeug gekauft von ihm, alles in Ordnung. Natürlich. Also das. Aber andere geile Sachen hatte der jetzt nicht, ja? Ne, nur die beiden. Oh, kopfloser Geist. Ich nehme mal den Helm schon mal. Ja, und David kann sich. Hier ist ein kopfloser Geist, Leute. Der läuft irgendwo hin. Wollen wir mit denen quatschen oder wollen wir den auch töten? Warte mal, ich habe einen Schädel eingesammelt, warte mal. Ja, gibt er irgendwie einen Bit vielleicht? Man kann es auch angreifen, hat David recht, aber. Glaubst du, mit Toten sprechen bringt was bei einem Geist? Nee, ne? Ja, der klingt Pop, wie willst du mit ihm sprechen? Gute Frage, ich. Ich habe gerade den Schädel eingesammelt, vielleicht kann ich. Muss ich den Schädel auf sie raufziehen oder so? Weißt du, kannst du das Ding überhaupt in die Hand nehmen? Okay, jetzt liegt er da rum, der Schädel. Ja, bei mir ist die Figur weg jetzt. Ja, ne, weil der Schädel hier unten liegt. Da ist wieder. Guck mal da durch, das sieht doch so aus, oder? Auf der Karte. Vielleicht könnt ihr mit der sprechen. Vielleicht kannst du mit der sprechen. Toten sprechen? Oder mit dem Schädel? Kein, ist wenn kein Ziel. Aber wenn du den Schädel mal. Ja, leg mal den Schädel hin und vielleicht dann. Na, sagt er auch kein Ziel. Oder darf der nicht im Wasser liegen? Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da drin liegt, oder? Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wo er liegt. Hier. Ach, da. Vielleicht muss ich den irgendwo draufsetzen? Vielleicht willst du auch den restlichen Körper finden. Ja, das kann sein, dass wir den zu ihren Leichen oder so. Du hast doch ein paar Leichenteile, leg die nochmal hin. Wie ist es denn da? Guck mal, hier drüben ist eine Tür, die ist verschlossen. Schloss knacken unmöglich. Ja, es sind noch mehrere Sachen. Okay, das kriegt man auf jeden Fall nicht so kaputt. Vielleicht ist es dieser Narr. Den wir zusammenflicken müssen. Vielleicht ist es hier an der Stelle. Die Leichenteile, die wir im Inventar haben, wisst ihr? Läuft doch immer noch die Ratte rum, ne? Ignoriert ihr mich oder hört ihr mich einfach nicht? Noch, wir hören dich. Oh. Hier ist was. Nice.
Aber nach hier geht's auch noch weiter, ne? In die andere Richtung. Ja. Ja, stimmt. Da geht's auch noch weiter. Alter, hier wird's auch noch mal riesig. Na, bei dem Gang da hinten wird's ja wahrscheinlich wieder rausgehen, Jusen. Welchen meinst du jetzt gegenüber? Ja, gegenüber, ganz hinten. Also ja. Den hier meine ich, Alex. Ja, genau. Okay. Da wird's. Weil der halt einfach noch hinten schwarz ist, deswegen. Na, ich denke mal, da geht's wieder raus. Und hier. Ja. Also, sonst laufe ich da einmal hoch, dann sehe ich, ob ich rauskomme oder nicht. Ja. So anzeigt. Das muss ich immer machen, ja. Da steht bloß Gang. Ja, genau. Deswegen. Ja, aber und ein Pfeil nach oben, oder? Ja. Geh nochmal durch. Geh mal durch und guck mal, wo du rauskommst. Komm irgendwo raus, wo Leichen am Boden liegen. Okay, also geht's da auf. Uralter Hort. Aber rundherum alles schwarz? Waren wir das schon mal? Ja, nee, ja. Da ist schwarz. Okay, also wollen wir erst den Gang lang oder hier runter? Hier runter. Nein. Hier ist eine Schatzkammer. Hier sind Schatztruhen und so alles ganz viel. Okay, dann nur da zurück oder erstmal looten. Ich gehe erstmal zurück, ja. Okay, dann bleiben wir hier. dann warte ich hier auf euch. Nein, Jolene kommt. Wir beide warten hier. So besser für dich. Lass ich warte. Eine Schatzkammer entdeckt, die wir wohl vorher vergessen hatten. Mein Schatz. So, kannst du eigentlich in der Gestalt jetzt zaubern, ne, wa? So, seit ich zaubern kann. Na, du könntest uns beide heilen. Das wäre ein bisschen praktisch. Kannst du auch das Amulett bei mir rausnehmen, Jusen? Okay. Oh. Oh ja! Okay, wir brauchen euch. Kommt mal her. Hier ist ein Kampf. Wäre die Kiste rot gewesen, hätte ich ja nichts gemacht, aber weil ich gedacht habe, ach, das konntest du da draußen gerade schon looten. Eieieiei. Okay. Ja. Tote Hände, Köpfe, Mumien, Zombies. Ich sehe euch gar nicht, wo seid ihr denn? Ach, durch den Gang Jusen. Durch den Gang Jusen. Gönn ich mir auf jeden Fall erstmal eine erhöhte Position. Ja, oder du kommst erstmal zurück. Dann machen wir hier die Überzahl mit dem Engpass hier wett. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich mehr hinter dich fliegen. Ja, genau. Das geht sogar. Ich schwebe bei dich drüber, zum Glück bist du so klein. Die anderen beiden, die kommen jetzt ja auch. Kann ich mal einen dicken Flächenangriff machen? Die müssen ja eh alle zu uns kommen. Jo. Könnt vielleicht David hier auch schön die Dornen und so machen. Hier drüben? Guck mal. Hier stehen so viele beieinander. Siehst du die? Jo. Kannst du da vielleicht einen dicken Flächenangriff? Sind das 48 Meter? Wenn wir alle hier hinten bleiben. Achso, so meinst du. Ja, okay. Ja. Die kommen ja eh alle auf uns zu. Dann können wir die Tür aufmachen, weil bei mir ist es zu. Ja, wir können ja eh drüber fliegen. Bei mir so auf. Ist egal. Ich stecke doch genau drinne. Ja, bei mir ist die Tür zu, okay. Dann kann ich wahrscheinlich durchlaufen. Ja. Aber okay. Hab ich dafür überhaupt irgendwas bei? Ja, alle sind drinne, Peiler. Also du könntest. Alter, der Eulenbär ist so weit hinten, okay, ich dachte meine Initiative wäre schon kacke. Bringt nicht besonders viel, ich muss schon versuchen, wirklich direkt zu treffen. Guck mal, hier drüben rechts stehen auch 5 Leute. Echt beieinander. Habt ihr euch schon mal den Fluch von euch uns durchgelesen? Nö. Wenn du kein Untoter bist, erleidest du jedes Mal, wenn du einen Zauber wirkst, 2-12 nekrotischen Schaden pro Zaubergrad. Alter! Also Peiler, wenn du jetzt einen 6er Zauber haust... Hab ich nicht mehr. Aber dann müssten ja Zaubertricks keinen nekrotischen Schaden wirken. Genau, also einfache Nahangriffe und so alles, das würde keinen Schaden machen. Genau, und Zaubertricks haben ja keinen Grad... Wir gucken einfach mal, Leute. Also einfach ein Feuerpfeil. Boah, ich treffe nicht. Echt jetzt?
Na, wenn nicht, dann lass dir da erstmal ran, Compiler. Dann ist doch nicht schlimm. Läufst du nochmal ein Stück zurück und dann legst du nächste Runde los. Kann nicht mehr zurück. Okay. Aber versperrt vielleicht nicht den Eingang. Aber ist jetzt zu spät. Ich bin ja auch noch vor dir dran, ich kann ja noch weggehen. Muss ja sowieso erstmal gucken, was ich hier mache. Weil ich kann ja nur Single-Target-Damage, ich bin euch jetzt keine große Hilfe, glaube ich. Kann von den Dicken... Wasser? Ja. Ne, im Blut. Blut ist das, ja. Blut leitet auch Strom? Keine Ahnung. Ist da eigentlich, ist da auch Eisen sogar drin, ne? Ich weiß nicht, ob das hier so realistisch ist. Ja. Könnte ich mir aber vorstellen. Möglich. Ist auf jeden Fall eine Flüssigkeit, ja. Vielleicht haben sie sich das einfach gemacht, alles was Flüssigkeit ist. Auch mal sowas gemacht. Oh. Alter, da sputen die kleinen eiskalten Händchen. Jo, okay. Will jemand weiter rauslaufen? Ansonsten würde ich halt groß Dornen vor den Eingang packen bei uns. Das war auch meine erste Idee, aber dann haben wir uns entschieden, dass ich die wo er doch direkt angreife. Weil die brauchen auch, bis sie hierher kommen. Mir soll es egal sein. Also mir hilft es nicht viel, weil ich bin eher Nahkampf und dann hilft es mir nicht viel, wenn ich da erstmal rüberspringe. Wir müssen doch Fernkampfschaden machen, dann wirfst du die ganze Zeit halt deinen Speer rüber. Ah, okay, können wir auch machen, ja. Okay. Okay, David, dann habe ich eine Idee. Dann lassen wir sie halt alle herkommen. Ich meine, bis jetzt haben sie noch keinen Fernkampf gemacht. Gleiche habe ich doch vor 2 Minuten gesagt. Also warum hast du da nicht den Mund aufgemacht? Also falls du jetzt unbedingt diese Dornfläche machen willst, dann gerne vor mir jetzt. Weil von hier aus kann ich ganz gut noch mit dem Speer werfen. Okay, hat nicht funktioniert. Gut. Ja, Zauber gewirkt. Du hast es selber noch vorgelesen. Hat. Ja gut, aber ich würde sagen, wir bleiben in dieser Formation, machen trotzdem ein bisschen Fernkampf. Hätte auch nur ein Schaden sein können. Hätte, liegt im Bette. Warum ist das hier so hell? Es tut mir leid, aber ich habe doch so ein Helmkranz-Dings irgendwo bei mir, Dicky. Bei mir ist immer extra hell, also falls du dich verstecken willst, dann nicht in meiner Nähe. Oh. Kleiner Tipp. Ja. Ich merk schon. Sieht man doch, wie ich leuchte. Ich werde mich woanders verstecken. Wo kommt das Licht her? Verängstigt. Komplett hell bei Jusen, ich weiß nicht, wo kommt das Licht her? Aber der Holzschrat ist ja noch dran und die David ist ja auch noch dran. Vielleicht können die Konzentration brechen. Weil du gerade ein bisschen verängstigt bist, meinst du? Ja. Irgendein Vieh hat der da hat die schwarzen Tentakeln gewirkt. Nein. Das war Pilar. Ich hab die schwarzen Tentakeln. Ach so, du hast Konzentration auf den. Ah, ach so. Wer hat denn verängstigt auf dich?
Ach so, das ist keine Konzentration, wa? Das ist halt eh bloß eine Runde. Jo. Oh. Das ist aber für mich kacke. Ich sehe alle erstmal her. Und das hat man schon. Lacht, wenn nicht. Ja, ein Nachteil ist halt für mich immer kacke. Wenn ich im Nachteil gegen die... Nachteil ist halt kacke, ja. Es ergibt unbedingt. Kann man verstehen. Ja. Nachteil ist für mich kacke. Jo. Was für eine Aussage, es ist nur individuell. Nein, du verstehst den Kontext nicht. na klar, hast recht. Kommst du nicht durch die Tür oder was? Hat so ein breites Kreuz. Muss erst die Tür kaputt machen dafür. Kurz die ganze Fassade zerstören. Ist wie bei einer Katze. Wenn du super Jumper, dann jump mal. Ist wie bei einer Katze, wenn der Kopf durchpasst, dann passt der Rest auch durch. Ja gut, springen konnte er nicht anscheinend. Oh. Pylarus. Naja, ich kann mich nicht bewegen, ne? Do what you do, but do it on the best way. Pylar kann sich nicht bewegen. Wieso kannst du dich nicht bewegen, Weil Alter? Wir verängstigt sind. Ihr Lächerlichen. Okay, die sehe ich nicht mal. Ich bin nicht verängstigt, weil ich maskulin bin. Kannst du die nicht hier in der Ecke machen? Eieieiei. Nee, ist ein kleines Stück zu weit weg. Und den hier? Ja, bloß die Hand hier vorne. Oder den hier vor uns. Ja, weiß ich, ist der Kettenblitz so krass, dass der wirklich weitergeht zu den anderen? Ja. Ja, probier's aus, Digga. Probier das aus. Na siehst du. Hat man bei mir gerade überhaupt nicht gesehen, aber er ist hier lang geschossen. Ja. Er hat noch den da hinten getroffen. Ja. Du hast zwei weggeklärt, kleine Hände. Mhm. Ja, und mega Schaden gemacht. Gut, dass ich jetzt die Schriftrollen gut alle nutzen kann, dadurch, dass wir den Fluch haben. So, Jusen ist ja... Mach ich mir selber nicht so viel Schaden. Also ich würde rechts hochgehen. Willst du links hoch, oder? Ja, ich würde nach links dann gehen, ja. Oh, sorry, okay. Ich wollte euch nicht meinen Arm in die Kamera strecken, aber da kann ich nicht. Nehme ich erstmal vor mir diesen großen Zombie. Den versuche ich einfach wegzuklären. Mhm. Habe ich geschafft. Cool. Sehen Zombie-Arsch. Jetzt nicht ich laufe weiter, ja? Ah ne, hier vorne ist noch so eine kleine fucking Hand. Die ist auch weg. Eine. Hinter dir. So. Die ganze anpupsen. Oder du gehst hoch und haust einen anderen. Kritischer Fehlschlag. Was wird Alex tun? Was wird Alex tun? Tor. Toll. Stecken erfolgreich, aber. Weil ich kann die 1A-Hand hier wegmachen. Hopp. Da ist die Hand down! War aber eine sehr schöne Hand. Ja, ich weiß. Ja, weiß ich. Computer sagt nein. Wie bist du auf den Baum gekommen? Der Computer sagt echt nein. So, ja, David ist ja immer noch das Astloch, oder? David ist das Astloch, ja. Okay. Dürfen wir nicht vergessen. Wie könnte man das vergessen? Alter, Tentakel. Tentakelos. Nee. Hentai-Action? Nein, Alter, lächerlich. Na, jetzt kommt das eiskalte Händchen. Blub. Lächerlich! Da wollte er ihm an die Eier kraulen. Hat aber die Tentakeln sind nicht schlecht, ne? Ja, die Tentakeln sind krass. Ja. Ah, die sind auch, glaube ich, nur noch ein oder zwei Züge da. Sehen auch cool aus, so eine Animation. Ja, 10 Züge halten die, glaube ich, ne? Was ist das? Ne, 3, oder? 6 Meter Umkreis. Ne, 10 Züge, Alex. Und machen 3 bis 18 Schaden. Krass. Wenn einer nicht...
was. Macht glaube ich mehr als David seine Dorn, wa? Mm, ja. Ah, dafür ist David seine Dorn größer. Also der Umkreis ist größer. Naja, kommt drauf an, wie viel die sich in den Dornen bewegen, ne? Also jo. Kann natürlich auch mal 70 Schaden machen, wenn die komplett da durchlaufen. Ja, das stimmt wieder. Küss den Käfer. Mann, David, du sagst nichts. Küss den Käfer? Was für Käfer? Mhm. Arme Zunge. Den Käfer. Oh, hat der Tentakel. Mit Zunge, du bist ja ein Arsch. Ich hoffe, du stehst drauf. Schmeckt nach Plastik. Küss den Käfer. Wo haben wir denn jetzt hier noch welche? Nur direkt an uns dran? Jo. Wer liegt? Ich habe schon mal drei Gegner weggeknallt. Okay, die sind noch voll. Der ist tot. Sehr gut. Machen wir mal der ein bisschen feueranfällig ist, wa? Gucken, ob das ein bisschen was bringt. Feuerball, Junge. Oh, für ein Standard Feuerball 34, also kann man nicht meckern. Okay. Völlig okay. Was der hier hinten in meine Tentacles macht, ob der auch noch doof geht. Deine Hentai-Takel. Hm. Digga down! War ein großer Zombie, David. Du hast den Großen gekillt. Mhm. Bin ja auch schon ein großer Junge. Das ist eine große Eule. Alter, mach nicht die Truhen kaputt. David will, dass es schnell geht. Kannst du nochmal schnäbeln? Natürlich nicht. War ja klar. Warum? Ach nee, Rettungswurf ist gelungen, stand da, ne? Tech. Kannst du den haben wir pulverisiert, Alex. Oh. Voll Tech-Team. Das ist ein Punching Ball zwischen euch. Der arme Zombie. Nice. Da wart mal ein Zombie. Haben wir so doch alle. Können wir meine Tentakeln eigentlich was anhaben? Klar. Kannst du die nicht despawnen? Ah, doch. Zack. Warum haben Mumien nichts dabei? Das ist doch ein perfekter Abschluss für heute. Dann looten wir das Ding noch. Oh, hier ist eine Wahrnehmung noch. Ah. Mach ich mal auf das Ding hier. Oh. Nice. Einfach mal ein bisschen Licht an, David. Hast du Licht? Feels like death itself. A sure sign of necromancy. Alles andere gelootet? Nee, die Vase hier oben nicht, oder? Yes. Oder ist das wieder ein Anzeigefehler? Was hättet ihr davon, wenn wir jetzt nochmal eine schöne lange Rast machen? Da gibt es bestimmt auch nochmal Storytelling. Nächstes Mal machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zaubertechnisch ein bisschen dünn aus, also Yuzen hat schon recht. Wir können noch einen großen langen Rast machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, hier haben wir wieder Körperteile. Braucht da noch mehr, Leute. Ich glaube, das Gehör noch versammelt. Bin ein Sammler. Warum leuchtet die Leiche auf dem Boden so? Ich hab sie angepupst. Nee, Neonpups oder was? Hm, ja. Ich hab einen Pilz gegessen, deswegen leuchte ich jetzt. Könnt ihr so befragen.
Hier geht eine Leiter. Du hast wie gesagt deine Rast kurz machen, oder? Hier geht jetzt eine Leiter nach oben. Weil er redet? Okay. The corpse regards you lifelessly. Beggar, vagrant, scum. My name was Taran. Hallo Taran. Er hat euch getötet, ja. Obwohl, das sieht man ja, was er in Promise, better life, given only death. Carrion offered shelter, safe. Naja, hätte ja sein können, dass wir Judith bei Rumi kommen wäre. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen was erfahren. Der komische Typ da war es ein Lügner. Sind aber, glaube ich, die meisten, auf die wir treffen. Okay, lange Rast nochmal, Leute. Ja, kaum nochmal lange Rast. Auf ins Lager. Auf ins Lager. Auf ins Lager. Geht's uns gleich wieder besser. Und ich könnte auch nicht Bere Bere nennen. Dann kannst du ja jetzt dir die Dings rausnehmen, David. Die Rüstung. Ah, ja, stimmt. Rüstung. Alex hat schon wieder so viele Masken. Ich mag Masken. Ah, die hat ja nur eine 11er Rüstungsklasse. Klar, ja, aber du. Ist halt eine Klamotte ist. Kriegst halt aber nochmal plus 2 auf Rüstungsklasse, ne? Richtig. Dann hat sie wieder eine 13er. Ah, ich gucke es mir mal an. Oh, kannst ja vergleichen. So. Dann Schlafi. Moment. Guck gerade nochmal. Der Rapier hier. Ich finde, wir sehen alle nicht besonders modisch aus in unseren Klamotten. Nicht? Ich trage, glaube ich, mit Alex fast Partnerlook. Obwohl, ich habe andere Schuhe an und das Oberteil hat noch andere. Also, ich finde mich ein bisschen sexy hier mit dem Arsch frei. Dein Ding, sagst du. Ja, nee, klar. Du hast doch fast ein Kittel. Was sollte ich zuerst verbrauchen? Ist doch egal. Kannst auch Auto auswählen machen. Verbrauch das, was du denkst. Ich glaube, wir haben mehr Essen, als wir je lange Rast machen. Okay. Oh, wir quatschen wieder mit dieser. Ja. Mhm. Mit unserer Astralfreundin. Peterson ist das, okay. Alter, der ist nackig. Alter, der ist Love-Modus. You did well
Werden seine Tentakeln gleich hart, du. Der aus wie Spitzen. Sag gleich. Wie kann er eigentlich quatschen mit dem Zeug vorm Mund? Der redet eigentlich nicht, der macht das einfach bloß mit hier so Gedankenübertragung, weißt du? Ach so. Das hörst du nur in deinem Kopf. Der fickt quasi meinen Kopf schon. Ja, ich bin frei, ich mach fünftens. Ich hab noch nicht mal eine Auswahl. Ich mach Leertaste, oh, das Quatsch nervt mich. Wow. 95% des Spiels nerven ihn. Krasses Spiel. Das ist auch Menschen wie mich eingestellt, das Game. Von daher ist er okay. Man muss nur was klicken. Was daraus rauskommt, ist ja meine eigene Entscheidung. Also ein Gespräch nicht mit dem schon mal? Also ich weiß nicht, was ich geklickt habe, aber ich habe gerade Sex mit ihm. Laber kein Scheiß. Mich hasst er. Okay, ich bin im Lager, aber was ist mit mir? Achso, nee, ich bin gerade einfach noch, okay. Alter, der Typ hat mich ein bisschen angefallen in einer Zeit. Der war ein bisschen frech. Vertraut ihm nicht. Anzugucken. Ich hab privaten Dialog ausgemacht. Ne, ich bin jetzt bei Devil drin. Geh da nicht. Du musst mich ja nicht sehen gucken. Okay. Okay, okay, jetzt komm ich bei dir rein. Ja, ich kann jetzt auch Sex mit ihm haben. Er ist schon irgendwo hübsch. Seine Schulter hat irgendwie was. Ich finde sein Wabbelhirn geil. Ja, komm, einmal Tentakeln. Einmal muss man Tentakeln schon mitgemacht haben, oder? Oh, jetzt geht's los. Eieiei, jetzt bölt er sich auf, du. Ach, du bist ja eh ein laufender Blowjob. Strandgebläse. Lieber. Nur weil ich so ein Sitzriese bin? So, bei mir rumzuklicken, was ist denn los mit euch? Das ist meine. Genieß die Show, Dicker. Ich wär's noch lustiger. Bisschen Spaß haben. Komm, wollen wir mal zweiten ist, komm. Okay, komm, ich bin auch dafür. Und mit Küssen wird dann nichts, wa? Beim Sex. Ja, komm, ich geb euch das, was ihr wollt. Oh, love is in the air. Gut, oh, gleich Vorspiel, nice, nice. Ja. Der Typ ist, du bist nicht der erste Kussdicker. Hat er schon öfter getan. Wer mich hochheben kann. Alter, ist das, oh mein Gott. Das ist die schönste Liebesgeschichte, die ich hier gesehen habe. Guck dir die Zähne an, Junge.
Von Vanille und Knoblauch? Oh. Alles klar. Ihr wollt es, ihr kriegt es. Wie er grinst. Und komm näher, du Hund. Ich wusste es schon, schon die ganze Zeit wusste ich es. Du hast so einen Tentakel-Fetisch. Hey, Jusen, wenn du noch nie einen Tentakel hattest, ist dir was entgangen, du. Sieht man doch, das sind doch die Zähne. Naja, deswegen hat er. Wenn er ein bisschen gegen ein bisschen knabbern, habe ich nichts. Schön die Tentakel streicheln. Alter, aber nicht, dass er jetzt in meine Hand kommt, aber was ist denn da los? Die Tentakel zu öffnen? Was ist da los? Dass es sich um einen erogenen Fortsatz handelt? Okay. Ja, komm, erst. Das ist schon wie ein halber Blowjob. Wir kommen da gerade Zweifel. Er war so klein, ich habe ihn übersehen. Nein, lass nicht aufgehen, du musst noch romantisch bleiben, Digga. Okay, ich hab den ersten Sieg. Bleib liebevoll. Ich schwanke gerade. Bleib liebevoll. Zweitens. Erstens. na komm. Oh yeah. Oh yeah. Ja, ein bisschen die Ehe. Wo die Liebe hinfällt. Ach, guck mal. Ja. Hast du auch das bekommen, Alex? Ja, ah, ich auch bekommen, ja. Alter. Gut. Okay. Na klar. Du bist in die Freiheit gebumst, Junge. Ja. Der hat ein Nickerchen gemacht. In die Freiheit gebumst. So, ich mache mal meine Webcam hier aus. Vielleicht kriegen wir da ein gutes Thumbnail. Mach erstens. Ja, warte mal. Oh yeah. Lauf es in die Air. Kriegen wir bestimmt ein gutes Thumbnail raus. Alter, das ist ja nur Liebe in der Luft. Okay, schau, die kommen wieder runter. Einem gefällt's, okay, mach weiter. Oh, nee. Oh, ich bin nackig. Ach, guck an. Ich wusste nicht, dass das so ist. Hoffentlich wird der Stream jetzt nicht gebannt. Da sieht man Nippel, was soll ich jetzt machen? Das sind keine Nippel. Die hat Bodypainting. Die hat Bodypainting. Er hat ja keine Nippel, das ist kein Problem. Hätte man das irgendwo bei Einstellungen wegpixeln können? Ja, die ganze Szene ist so lächerlich. Der Zwerg, der Tür ertreten kann, Alter. Hat das eine liebe Story. Ja, guck mal die Hand an, Alter. Die ist größer als sein Rücken. Ja, stimmt. Du musst dein das wusste ich nicht. Kannst du deine Cam verschieben? David kann nichts sehen. Das Wichtigste ist verdeckt. Oh la la! Und am nächsten Morgen nicht mehr da. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich hoffe, er hat wenigstens einen Brief zurückgelassen. Weh, wenn nicht. Weil ich das auch da nicht mehr werden. Da, guck dir mal die Brustmuskeln an. Ich hab mich angezogen. Wie ging das? Alter, noch da. Oh mein Gott, wie süß. Love is in the air. Warte, mich hat der Hund den Tag zwischen der Beine? Richtig, 16 Jahre verliebt so. Ich meine, er hat 4 Tentakeln im Gesicht und ein Oktopus hat 6. Hat er denn noch 4 unten? Insgesamt 8 Gliedmaßen, die er einfach dir
Ins Gesicht feuern könnte. Was ist das denn? Ins Gesicht feuern. Ein Follower mit Dislike. Okay, ihr schlaft noch tief und fest. Na gut. Wenn, meine Lieben, verabschieden wir uns an der Stelle. Dann machen wir hier, wenn alles glatt läuft, am Donnerstag weiter. Ja. Außer wenn Alex da noch ewig weiter rumzüngelt, aber kann er ja machen, wie er will. Ey, das geht jetzt hier die ganze Nacht so. Ja, dann viel Spaß. Dann sagen wir danke für dabei sein, danke für zugucken, danke, wenn ihr halt auf YouTube dann nachschaut. Und genau. Lasst gerne ein Follow oder ein Abo denn da bei YouTube. Das wäre richtig tippitoppi oder ein Daumen hoch, ein Daumen runter, ein Kommentar. Ihr wisst schon, ihr kennt den Spaß. Dann sagen wir, haut rein und schlaft schön. Bye, bye. Genau, ciao, ciao.